Und lass mal fliegen. Mhm. Geil. So, nice. Aber das ist ein Nebel. Oder Spätzünder. Nicht zum Wohl. Ja, geil, geil, geil. Ja. Na, Samuel. Super geil, dass wir es heute geregelt haben. Ja, ja, das haben wir jetzt einen Weilplan. Eine lange Zeit, ja. Ja, ja, ich glaube. Stehen wir heim, sitzen wir ein bisschen zusammen, yeah. Reden wir ein bisschen. Machen wir einen Ratscher. Können wir dann einen Ratscher machen? Yeah. Wir kennen uns ja schon ewig lang. Eigentlich haben wir gestern ein bisschen gerätselt. Mhm, weil wir nicht mehr genau wissen, wie lange. Und wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Auf jeden Fall sind wir nach Kindergarten miteinander gegangen. Ganz genau. Grundschule miteinander gegangen. Yeah. Dann haben wir zu viel gerätselt. Mhm. Und sie sich gedacht, jetzt bei der Mittelschule müssen sie leicht sagen, dass sie nicht mit ihr in die Klasse gehen. Yeah. Dann sind wir Mittelschule nicht miteinander in die Klasse gegangen. Und dafür wieder eine Oberschule in Schlenderschunden. Und genau. Dann haben wir eigentlich beide die Matura gemacht, 2012, miteinander. Und sind wir eigentlich nachher Wege gespalten. Mhm. Und seitdem bin ich brutal traurig. Ja, ja. Deswegen ist es eigentlich ganz geil, dass wir mal zusammen ein Rätschel machen. Ja, ja, es war wieder mal Zeit. Und jetzt hat jeder einfach mal gut Fragen. Also ich, allem wieder, ich bin ja noch nie da gewesen oder wenig da gewesen. Genau. Dann habe ich so ein bisschen so kurze Momente oder jährlich ein Update gekriegt von dir, wie es so läuft. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es ganz geil, dass wir die Leute wissen, wer du bist und was du so also tust und was also generell geht. Machen wir mal einen Abriss über die Geschichte von Cinemapic, von deiner Firma jetzt. Ja. Aber angefangen auch wie, also von für die blutigen Anfänge, ja. Genau, von Kaukele und von der Heine, was zuerst gewesen ist, so richtig. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, wenn es richtig ist, ist es halt gewesen, so dritte, vierte Oberschule. In der Zeit wird es gewesen sein, ja. Wie ist es, After Effects oder was ist es? Zuerst mit After Effects, weißt du, die brutalen Explosionen und das Zeug. Yeah. Mit Zeit habe ich eigentlich umgekehrt, weißt du, so die Effekte für die Filme nachmachen. Ich weiß noch, Hancock ist einmal rausgekommen, der Film, weißt du, und dann ist er so über die Häuser drüber geguckt. Mit Will Smith, der. Genau, das ist eines von den ersten Sachen, die ich eigentlich gemacht habe. Vor ich irgendwie mit Filmen und Schneiden etwas am Hut gehabt habe. Hast du so Effekte Effekt nachmachen? Ja, ja, genau. Mit Zell ist es losgegangen. Ja, und dann ein bisschen eine bessere Kamera gebraucht, weil wir haben mit einer kleinen Digitalkamera gefilmt. Ja, ich weiß nicht, wenn wir von irgendwelchen Leuten nur die Hände hält. Ja, ja. Scheiß Digitalkamera. Wenn wir in zum ersten Horrorfilm drehen. Genau, ja. Nein, und dann hat mir die Oma eine Kamera gekauft. Ah. Gell? Wann ist es gewesen? Ach. Auch noch Oberschule. 2011 oder so. 10, ja. 10, 11 in der Richtung, gell? Und dann hat es eigentlich umgekehrt mit so Festivals. Das ist das Erste, was wir halt so auftragsmäßig gemacht haben. Yeah. So Festival-Videos, After-Movies. Wie hat es eigentlich angefangen? Und bist du einfach zu den Leuten hingegangen? Und so in Jutze, auf Schlanders, mit dem Ugo. Mm. Den du ja auch gut kennst. Ja, wir haben im Bandprogramm unten gehabt. Genau, und ja, eigentlich gewesen, weil ich bei der Band auch mit gewesen bin. Yeah. Und dann ist er halt irgendwie draufgekommen, dass ich eine Kamera habe und dann haben wir gefilmt. Was ist das für eine Kamera gewesen? 600D Canon. Er hat dir die Oma geschenkt. Ja. Das ist der erste richtige sozusagen Kamera gewesen. Genau. Und dann bist du mit der Simon oder eigentlich fast gleich du, Simon, oder? Ja, ganz in Anfang gleich ein. Yeah. Und dann ist der Hannes mit der Hofrat und Reili. Und dann sind wir weil zu dritt unterwegs gewesen. Aber alle ist noch schon gewesen nach der Matura, oder? Nein. Ist alle noch gewesen in der Oberschule? Alle so gleichzeitig, oder? Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe so irgendwie im Kopf, nach der Matura hast du ja ein bisschen umeinander gerätelt. Und ist es auch gewesen mit den 7 Media, was hast du geplant gehabt mit den Elli und mit dem Hof? Ist es gewesen. Ah. Aber ich glaube, er ist noch vor der Matura gewesen. Das kann sein. Oder gerade in der Nacht noch fertig gewesen. Sie haben ja ein Jahr lang. Ja, drin schon die Matura gehabt und so ist auch noch in Schule. Ja, ja, jedenfalls in der Richtung halt, war nach 2012 praktisch. Ja, oder? Dann haben wir jetzt dann halt umgehabt und dann haben wir halt Hochzeiten gemacht und so Events und so Sachen. Und dann sind sie halt alle studieren gegangen.
Und ich habe nur ein Jahr rumgeratelt. Und dann habe ich halt auch noch ein bisschen so Hochzeiten gemacht. Und dann habe ich einen Elias. Der Elias hat nach seinem Mann zum ersten Mal geholfen bei mir. Mhm. Und der Felix, das ist also so ein bisschen in der gleichen Zeit gegangen. Deswegen, der Felix und der Elias, die sind ja voll lange jetzt eigentlich schon dabei. Ja. Mhm. Und dann bin ich eben nach München gegangen. Mhm. Filmproduktion studieren. Das ist, glaube ich, gewesen 2014, 2015. Ja. Und dann bin ich München draußen gewesen, ein Jahr lang, habe es halt studiert und nebenbei halt auch noch Videos gemacht, Aftermovies und Events. Aber wie bist du von seinem Studium gekommen? Oder was hast du eigentlich gesucht in München draußen? Ja, ich bin auf dein Studium in München gekommen. Weil oder wieso hast du es überhaupt gemacht? Oder hast du so, du hast ja schon da, wir sind ja die Leute, auf die gekommen, von den Hochzeiten machen oder so? Hat sich das einfach so. Das ist Mundwerbung, das hat sich ein bisschen lummer gesprochen und dann halt jeden Auftrag, den du ein bisschen gemacht hast, dann hat er halt wieder dran seine Kollegen weiter erzählt. Und weißt du, weil die Leute, die was heiraten, sind ja alle ungefähr in gleichen Eltern. Und dann die Kollegen und dann, die fangen ja alle gleichzeitig an zu heiraten. Und so. Und das hat sich halt nach Rummer geredet. Und dann hat sich das ein bisschen verteilt. Und dann eben, ich bin halt vor der Entscheidung gewesen, was tue ich mit meinem Leben. Weißt du, weil du bist aus der Schule aus und bist noch ein Kind und weißt du das dann. Und dann musst du halt gleich probieren, irgendwie Geld zu verdienen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wie will das dann? Weil als andere passt mir nicht und ich mag jetzt halt einfach irgendeine Arbeit machen oder auch sonst noch etwas studieren, weil hat ich auch nicht mehr gewählt. Und dann habe ich halt ein bisschen Lummer gesucht und dann bin ich auf der Filmschule in München gekommen, weil sie 10 Monate gegangen ist. Weil ist eigentlich das, was mir am besten passt hat und weil ich München halt cool gefunden habe. Und der Hannes eben ist auch München aus, im gleichen Jahr. Und eben, dann habe ich mich für Zeit entschieden, war eigentlich voll cool. Ist auf jeden Fall eine hitzige Zeit gewesen und eine verrückte Zeit auch. Und Sam habe ich noch umgekippt, in Omen Cinematic auszudenken und umgekippt das Logo machen und umgekippt für selbst, weil ich gesagt habe, danach mache ich mich noch offiziell selbstständig. Nach ein Studium. Ja. Und weil vorher, ich weiß noch eben, so ein bisschen Iteration hat, sage ich eben, verschiedene Iterationen mit dem Branding und so, halt umeinander probieren. Sowieso. Das ist mal gewesen, das mit dem selben Media, wo es gehabt hat, praktisch der Eli vor allem mal so ein bisschen Film oder Musik machen. Musik auch noch, du machst die Filme dazu und so. Dann hast du mal Zeit lang gehabt, sammelst du noch ein bisschen an, oder? Als Lager. Heil ist noch danach gewesen, ja. Aber sei es noch schon gewesen, bevor du studieren gehst? Ja, heil ist noch, sobald der Eli und der Hannes aus sind, studieren. Bin ich noch mehr allein gewesen. Und dann habe ich Cianordoli Films. Und danach allein mit Cianordoli Films, weil ich noch Rie und Relias gewesen sind. Und so ist es eigentlich gewesen, bis ich fertig habe mit dem Studium. Und Sam ist noch das richtige Rebranding. Und dann ist es jetzt also zu sagen, offiziell durchgestartet. Heil ist auch das erste Mal, wo ich mich angemeldet habe. ich finde es auch so lustig, weil jede Firma fängt eigentlich illegal an. Eigentlich könntest du dich sowieso nicht ummelden. Ja, nein. Und, wegen die ein paar hundert Euro, was man da in Anfang verwendet hat. Aber halt so, keinen Plan hat man, ehrlich gesagt, haben wir ein bisschen kritisiert gestern, wenn wir, oder gestern, wenn wir beim Metzger gefahren sind, bei dem Metzger. Halt so, das sind eigentlich aus der Schule, aus den meisten Schulen rauskommst und du hast weder einen Plan von einer Steuer, wie schaut ein Gehalt aus und was musst du überhaupt dem, wenn du sagst, ich mag eine Firma machen oder was musst du dem, wenn du sagst, was hast du für Pflichten oder was hast du für Rechte als Angestellter oder so. Das ist, glaube ich, ein Haufen zu Anschauen, einen Umfang, wenn man die Firma gibt. Ja, sowieso. Und wir haben ja überhaupt keinen Plan gehabt von unserer Schule aus. Weil bei uns hat es eigentlich geheißen, du musst fast noch etwas weiter studieren gehen, weil ein Job finden ist bei unserer Schule schon ein bisschen schwieriger gewesen. Und aber den dritten Weg da, oder den anderen Weg, was man halt, dass man sich selbstständig macht oder sich selber etwas aufbaut, halt Tag annehmen. Ich glaube, bei uns ist es halt auch nicht so, dass
dass man viel über Style redet und so, weißt. Ja, vor allem bringt es halt in der Allgemeinheit. Es ist halt echt so, dass du mit der Semmelschule prädestiniert bist, halt fix studieren zu gehen. Ja, ja, ja. Wenn du irgendwie Handelsüber gemacht hast oder Gewerbe, dann kannst du wenigstens sagen, okay, ich mache das oder so an. Aber so bei uns hast du eigentlich gar nicht gelernt, sondern wirklich zu einem Berufsbild hin. Ja. Nein, dann bist du eigentlich aus München, hast du 10 Monate gehabt oder dieses Jahr. Ja. Irgendeinen Abschluss gemacht, oder? Ein Diplom halt. Ein Zettelkrieg. Ein Zettelkrieg. Und ja, dann reden wir ein bisschen über den Simon. Also die Idee ist gewesen, du hast jetzt sozusagen den Anfang getraut, gleich zu sagen, ich mache mich selbstständig und ziehe ich das voll professionell auf. Hast du auch gedacht, okay, ich muss irgendwie nur irgendeine Ausbildung machen oder irgendetwas machen? Was ich habe halt einfach gemeint, man muss das haben, um selbstständig zu sein. Weißt du, das ist halt so ein bisschen, viel mehr habe ich danach auch nicht gekannt. Aber halt, es ist halt ein bisschen das, du kannst halt noch sagen, okay, ich habe einen Abschluss gemacht und die haben das gelernt und die haben es mir wirklich gleich selber gelernt. Weil bei uns ist halt viel, wenn du es als Augstner. Aber in Anfang ist das das Problem gewesen. Jetzt hatte ich keine Probleme, weißt, weil irgendwann sprechen ja noch die Sachen, die du machst, sprechen ja noch für sich. Yeah. Aber halt in Anfang ist es halt ein bisschen so gewesen und ich habe mir auch gedacht, du, es ist, wenn wir so eine Ausbildung gleich machen, und ist einfach das verschnellert nach den Weg ein bisschen. Dass man, weil wenn man sich alles selber lernt, wie ich in Anfang tun habe, dann ist es halt irgendwann geht es langsamer weiter, als wenn er jetzt mal wirklich einmal ein Jahr in der Ausbildung reinsucht und schaust, dass er wirklich vorwärts kommt. Und dann sind wir eben draußen, sind wir halt richtig in der Filmindustrie reingekommen. Wir haben zum ersten Mal mit grossen Kameras, mit grossen Kamerakräne und Lichter und Zeug etwas gemacht. Weißt? Weil halt vorher haben wir ja immer mit dem Spiegelreflex etwas getan. Und dann hat man halt ein bisschen einen Einblick in der ganzen Industrie gekriegt und hat könnt sich ein Netzwerk ein bisschen aufbauen für Leute, die was auch halt immer ein bisschen helfen können bei allen Sachen. Das ist halt das Coole daran gewesen. Nee. Also einfach ich glaube, es hilft auch, wenn du es dir selber mittlerweile fast alles lernen kannst, Internet und YouTube und so. Ja. Einfach auch, dass du eine Struktur hast. Du hast halt eigentlich, das ist halt im Moment deine fixe Arbeit. Du hast das zu lernen oder das zu lernen. Und dann bist du auch ein bisschen mehr dahinter. Sonst, wenn du weißt, dass du daheim umeinander gammelst, vor allem im Anfang, dann schaust du schon eine Person, aber oft sagst du dann halt, ja, ich habe da nicht keinen Bock oder so. Und vor allem auch, glaube ich, sicher auch die, dass du mit Leuten, also mit den Peers, nicht mit den eigenen Leuten zusammenkommst, was sie sagen, interessiert, das ist eine geile Idee. Also, jeder kommt für irgendwo anders her und kann dir ein bisschen etwas erzählen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Was du effektiv lernst, das ist eher im Endeffekt alles wieder anders, was du machst oder so. Ja, ja, logisch. Und in gewisser Sinne hast du auch sozusagen für dich selber, glaube ich, Legitimierung, dass du das jetzt kannst, weil du halt irgendeinen Zettel hast oder weil du das halt gemacht hast. Ja, ist effektiv. Fühlst du dich bereiter, das jetzt zu machen, das umzugehen? Ich glaube, in Anfang habe ich das auch ein bisschen gebraucht, weil dann bin ich noch nicht so diszipliniert gewesen. Weil ich meine, man kommt aus der Schule aus und man hat halt das gelernt oder so, wie ich halt in der Schule gewesen bin. Ich habe halt vielleicht ein bisschen mal für einen Test gelernt, also ich glaube sowieso nicht gemacht und Dinge. Und dann kommst du auf einmal rein und bist irgendwie auf dir selber gestellt und deswegen ist es vielleicht auch gut gewesen, dass ich noch mal draußen, weil dann habe ich gemüsst gehen und habe gemüsst die Vorlesungen gehen und gemüsst das ein bisschen lernen und halt ein bisschen den Rhythmus drin gehabt. Wie ist es dir gegangen? Gerade, weil wir eigentlich beide in der Schule, in der Oberschule, oder so semi-motiviert gewesen sein. Also wir, ich weiß gegen Ende von der 5. oder so, haben wir beide nicht einmal mehr Hausaufgaben angeschrieben, weil es streng gewesen ist. Wie ist das eigentlich so gegangen, wenn du dann eigentlich auf die Uni gekommen bist? Weil du hast echt schon ein bisschen länger Pause gehabt von der Oberschule aus, dass du wieder etwas angefangen hast. Ja, ja. Bei mir ist es eigentlich geil gewesen. Wie ist es selber gegangen? Und selber auch vor allem mal eine Vorlesung ist im Endeffekt auch, kann fad sein oder kann gleich fad sein wie eine Unterrichtsstunde. Aber es sind halt oft Themen, die dich halt mehr interessieren. Wie ist es dir der Unterschied gewesen? Vor allem auch, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir gewesen ist, ist ja sicher eine freiwillige Komponente auch dabei gewesen. Also wenn du jetzt mal nicht gekommen bist, dann bist du halt mal nicht gekommen. Also. Ich glaube, bei mir ist das schon in der Mittelschule losgegangen, weil wir einfach am unterfordert gewesen sind. Nee. Weißt du, weil in der Mittelschule kamen noch verschiedene Leute zusammen, ein paar sind ein bisschen schwächer, ein paar sind ein bisschen
weiter schon, weißt du? Und alle müssen halt das Gleiche machen. Das ist ja da ein bisschen ein Problem. Und ich bin halt allem unterfordert gewesen, relativ, weil wir halt das Zeug ein bisschen schneller verstanden haben. Und dann bist du halt am hinten geblieben und hat es gerade geladen. Und Sam hat das eigentlich umgekehrt, mit, dass man keine Motivation mehr hat von der Schule. Weißt? Und dann durch die Oberschule hat sich dann sowieso durchgezogen und ist dann allebei schlimmer geworden. Wie du sagst, in der fünften haben wir ja viele nicht mehr tun, gell? Gerade, yeah. Gerade, dass wir halt nur so durchgeschlafen sind. Yeah. Aber eben, na, das hat sich dann eigentlich schon verändert, wenn ich das Filmen und Filme machen gefunden habe. Weil das ist dann etwas gewesen, wo ich wirklich passioniert dahinter gewesen bin, weißt? Wo ich selber von mir aus gewählt habe, die Sachen zu tun. Logisch hat es noch ein paar Vorlesungen gegeben, so Medienethik, bla bla bla, oder so ein Blödsinn, wo ich dann auch ein bisschen weniger motiviert gewesen bin, aber ich bin halt echt draußen voll oft nach der Vorlesung heim und habe dann wieder Tutorials angeschaut und wieder Sachen gelernt und dann, weißt, wenn es dir mal haut, etwas, weißt du, dann bleibt man schon dahinter. Logisch, ist schon ein bisschen Uni-Zeit da gewesen, ist man viel ausgegangen und hat Networking. Ein bisschen Networking. aber ich glaube, durch den hat sich noch ein bisschen bei mir das geschiftet, dass ich mich wieder ein bisschen mehr konzentrieren könnte und ein bisschen mehr mit Motivation etwas tun. Weil sonst so in der Oberschule ist mehr so eine Lückengeschichte gewesen. Ja. Und dann hast du eigentlich sozusagen in München draußen in den Jahren, wo du draußen bist, dann bist du mal gesehen, okay, mal wirklich das ganze Equipment gehabt. Du hast die Leute getroffen, du hast ein paar Projekte gemacht, oder? Mit der Uni nachher auch miteinander. Ich weiß noch danach, ziemlich gleich mal danach, sagst du, ist die Farib auch mal da gewesen, oder? Bei uns, oder hast du mit dir ziemlich viel zu denken gehabt, so von ein paar Projekten her. Und draußen auch in München, das von den Rapper oder Hip-Hop oder was? Ja, von Rapster. Musikvideo. Ja. Genau. War cool. Was sind so die grossen Projekte gewesen, was du draußen gemacht hast? Wir haben draußen drei grosse Projekte gemacht, was ich ziemlich cool finde. Das erste ist das Musikvideo gewesen von Rapper, von Rapster. Das haben wir in Stuttgart ohne gefahren. Eigentlich nicht einmal in Stuttgart, in München haben wir es gefilmt. Genau. In München einfach in eine so verlassene Fabrik hineingerannt und haben das Musikvideo gefilmt. So als Schulprojekt. Haben wir es sogar angegeben. Das war ziemlich cool. Dann haben wir einmal eine Reportage gemacht. Sam sind wir über so Jungs, die was, so einen neuen Sportort gemacht haben. So eine Mischung aus Longboarden und Slacklinen. Das ist unsere Abschlussreportage gewesen. Das ist ganz cool gewesen. Dann sind wir ein paar Mal filmen gegangen, in der Nähe von München und ein bisschen in Augsburg auch. Und einmal sind wir Berlin eingefahren und haben die Handballer gefilmt. Also es ist so eine Handballakademie, wo es halt ziemlich streng zugeht. Und dann sind wir 4 Tage in Berlin rum gewesen. Das ist auch voll cool gewesen. Das sind so die drei grossen Projekte, was wir zusammen gemacht haben. Und in der Zeit habe ich mir auch die neue Kamera kaufen, die FS700. Und das habe ich noch nebenbei schon für die Studienprojekte angenommen. Okay. Und das war eigentlich ganz gut. Dann konnte ich voll mit der Seile anlernen und umgehen. Ja. Und jetzt wo du die Projekte gemacht hast, welche Rolle hast du meistens genommen? Weil ich glaube, du hast ja könnt auch mehrere Schwerpunkte aussuchen in Bayern. Ja. Oder in München, da, bei der Bayerischen Filmakademie. Ja. Aber du hast noch nicht, weil zuerst hast du eigentlich halt mehr so Post-Production, halt so Effekte gemacht. Und bei der Uni hast du noch aber Filmschnitt gemacht, oder? Ganz genau, ja. Hast du dann noch bei den Projekten auch gemacht? Hat es dir besser gefallen? Weil ich glaube, es gäbe ja auch genug Bereiche, wo du wirklich so Dienstleister bist für irgendein Filmstudio-Kind oder so. Du hast auch vielleicht in irgendwo arbeiten gehen als Post-Product oder irgendetwas. Also ja, ich habe eben einen Schwerpunkt Filmschnitt gehabt. Aber ich habe in allen Bereichen ein bisschen gesuchtet. Und ich bin dann auch bei ganz vielen Vorlesungen von Kamerakurs gegangen, wenn wir gerade irgendwie etwas Langweiliges gehabt haben. Dann bin ich bei den Kameraleuten gegangen und habe zugeschaut, wie sie ausleuchten und so. Und bei den Projekten habe ich viele eben auch selber gefilmt. Ich bin beim Filmen eben auch mit gewesen, obwohl ich als Cutter eigentlich nicht mitgehen musste. Du hast eigentlich Schnitt gemacht oder Film, du hast es dann auch eigentlich zusammengeschnitten? Oder? Ja, ich hatte es dann schneiden. Aber ich bin eigentlich bei allen grossen Projekten auch mitgegangen beim Filmen, weil wir haben dann auch mit meiner Kamera gefilmt, weil ich ein bisschen
besser war wie die Inderschule. Aber halt, ja, halt feiner zum Bedienen und als anstatt die riesigen Fernsehtaler. Nee. Und dann bin ich am mit gewesen und er ist sowieso cool gewesen, weißt, und ich habe auch gleich schon gesehen, dass Filmen eigentlich, im Endeffekt gefällt es mir fast nur ein bisschen besser als Schneiden. Bin ich halt dann gleich drauf gekommen. Und aber eben deswegen habe ich nach allem eigentlich Bads probiert zu tun bei den Projekten. Und ich glaube, das ist auch eine gute Voraussetzung gewesen danach, wenn man sich noch selbstständig macht, dass man halt alles ein bisschen kann, dass man nicht muss am 3-4 verschiedene Leute haben in Umfang. Ja, ich glaube, vor allem wenn du sagst, wo man jetzt in Finchgau sein oder in Südtirol-Markt andeckst, wenn du das selbstständig machst, musst du halt irgendwie alles machen. Ja. Du wäre jetzt etwas anderes gewesen, wenn du gesagt hast, okay, du machst halt den spezialisierten Job irgendwo bei einer Produktionsfirma in Deutschland oder so, wo wirklich klein mehr, wir wollen das Produkt haben in 7 Tagen und go, nicht? Genau, ja. Genau, um jetzt ein bisschen so mitzuführen, also bist du was ist nochmal deine erste Kamera gewesen, was du dir einmal geschenkt hast? Canon 600D. Und sind nachher die nächste schon die FS7? Nein, die 60D. Keine 60D. Ja. Du hast ihn schon selber gekauft und da ja, bei uns da in Umfang ein bisschen Festivals filmen und so. Aha. Und dann? Dann die FS700. Und die FS700 ist die da? Hell ist die da. Ja. Aber die habt ihr zusammen gekauft für den Bunker rum, oder nicht? Für ein Bunkerprojekt, ja. Wie ist es gegangen? Ja, immer haben wir eigentlich die Doku machen für den Bunker rum, mit dem Benny. Und es ist sozusagen ins Rest ein bisschen größeres Projekt gewesen. Weißt du? Ja, es ist so eine richtige Doku gewesen. Bin ich, glaube ich, auch da gewesen oder so. Und dann hast du voll die Freude gehabt, dass du irgendwie gesagt hast, jetzt kriegst du die Unzahlung oben für den Doku. Und dann kennst du die Kamera, die du hast gegen Gebrauch gekauft, glaube ich. Nein, die habe ich schon neu gekauft. Hast du die neu gekauft? Ja. Aber halt irgendwo im Internet ausgesucht, wo du es kaufen kannst. Ja, ja. So, und dann hast du voll die Freude gehabt, dass du sagst, jetzt starten wir richtig durch. Dann ist es eigentlich so, dass die Doku beim Bunker 23, oder? Auf der Arch, eigentlich so der Startschuss gewesen für jetzt gehen wir richtig los, oder? Mal die richtige erste Kamera sozusagen. Das ist das große Projekt gewesen, was ein bisschen einen Startschuss gelegt hat, ja. Und durch Sell haben wir uns dann auch die Kamera gekauft. Wir haben auch Sell effektiv für das Projekt gekauft, weil wir dann die Interviews machen und so. Und Sell hast du mit den anderen noch nicht so gut kennt, die haben keine richtigen Audio-Eingänge und nichts gehabt. Und dann ist dann losgegangen und das ist eben genau in der Zeit gewesen in München, die habe ich in München raus gekauft. Ah, okay. Ja, ich bin so ein Händler, einen guten Preis gekriegt. Guten Kollegen. Ja, ja, hat schon passt. Und, ja, dann hast du München draußen fertig gemacht. Das ist noch gewesen, so 2015 oder so, wo man glaubt, so ein Kippes. Und dann bist du eigentlich wieder reingekommen. Und hast du noch eigentlich gleich schon eine Zeit lang hast du die Firma Deutschland draußen gemeldet? Ja, hast du noch draußen angefangen? Ich habe mich während dem Studium habe ich mich draußen selbstständig gemacht, weil es in Deutschland voll einfach und auch steuertechnisch voll gut, weil dann sollst du eigentlich gar keine Steuern mehr anfangen. Yeah. Und dann habe ich selten tun und selten bin ich noch 2 Jahre lang oder 1,5 Jahre oder halt zwei Jahre lang bin ich selten gewesen. Und dann das erste Jahr, wo ich wieder da gewesen bin ich noch in Deutschland angemeldet gewesen. Habe einen Wohnsitz und alles noch draußen gehabt. Und dann habe ich mich effektiv noch da in Italien selbstständig gemacht. Zum ersten Mal. 2016 wahrscheinlich ist es gewesen. Ja. Und selbstseits hast du dann eigentlich angefangen bei dir unten in Elternhaus, in Erdgeschoss. Erstens einmal hinzuziehen, selber, dass du ein bisschen einen Abstand hast. Und zweitens ein Büro unten ein bisschen hinzurichten. Wir haben noch zusammen, eigentlich haben wir Lias schon dabei gewesen. Sind es jetzt eigentlich zusammen zu zweit gewesen, oder? Und da haben wir so ein bisschen nur oft einmal einen Kollegen mit dabei, von früher halt, das eigentlich gefilmt und hat geholfen bei den größeren Projekten. Und wie lange habt ihr eigentlich oder wir haben, du hast ja schon einen Kundenstock gehabt, ein bisschen von früher noch in Südtirol. Und wie hat es dann eigentlich, was war denn so, war noch das Bunker 23 Projekt das erste, wo du so gesagt hast, okay, jetzt machen wir größere Sachen, jetzt machen wir nicht ein Aftermovie von irgendeiner Fete oder Hochzeit oder so, sondern wirklich jetzt in Richtung, wo du mittlerweile machst, Firmen-Imagefilm, Hotel-Imagefilm, so Sachen. Ja, also ich glaube, bis zu dem Punkt haben wir einfach mal alles umgenommen, was wir kriegen haben können, weil wir einfach voll dabei gewesen sind und einfach alles umgewählt machen. Und egal, wenn wir es auch noch nicht kennt haben, haben wir es einfach dicht umgenommen und geschaut, wie wir es lernen, dass wir es zusammenbringen. Weil wir haben bis dahin auch noch kein Interview gemacht und nichts, weißt du. Und dann haben wir es halt einfach gemacht. Und der Fly. Ja, das ist dann so gegangen. Aber dann ist das erste Hotel-Video gekommen.
Helvors hat eine Lortlerspitze auf H da oben. Ah. Da weißt du, wo der Renzo ist, das ist kein Zo. Ah, Sam Betreiber. Mhm. Und Sam, glaube ich, ist Sam ist noch richtig das Schnapperli umgeschalten. Aha, Werbe, Film und so Sachen mit ein bisschen Story dahinter passt mir eigentlich besser wie Events und Hochzeiten und weiss Zeug. Ich glaube, Events und Hochzeiten sind halt in der Klasse ziemlich halt immer noch im gleichen Schema irgendwann, oder? Du kannst halt nicht wirklich... Ja. Eine Hochzeit ist ziemlich immer die gleiche Storyline von denen her, was du sagen kannst, was du sagen willst. Events ist halt allem zwei Minuten, wie halt Leute saufen und feiern und so. Da wird halt irgendwann einmal ein bisschen langweilig und so kannst du halt allem wieder ein bisschen Aspekte aussuchen. Ja, man kann sich auch bei den anderen Sachen ein bisschen gehen lassen und neue Sachen probieren. Aber mir hat das halt dann noch ein bisschen besser gepasst, wenn ich mir kann die Zeiten selber in Tal, wenn ich mir kann wirklich ein Skript machen und wirklich genau ausdenken, wie es fertige Video wird. Weil bei einem Event hast du einen unberechenbaren Faktor, weil dann weißt du nie, was passiert. Kommen viele Leute, ist es zu dunkel, was weiß ich nie. Weißt du, kann irgendetwas sein, was du nicht so planen kannst. Und mir hat es halt dann besser gepasst, wenn ich wirklich ein bisschen mehr planen haben könnte und ein bisschen mehr im Vorfeld einfach alles organisieren, damit ich mir das fertige Video eigentlich vorher schon vorstellen kann, wie es noch wird. Und das ist eben mit den ersten Hotelvideos ist noch losgegangen. Ja. Genau, wir sind jetzt eigentlich hängen geblieben beim ersten Büro, oder halt so richtig einmal beim Aufbau von der offiziellen Cinematic, wo sicher auch dazugehört hat, Website zu machen. Oder was ist denn also so umgestanden sein mit der ersten Phase? Also ich weiß noch, live gegangen sind wir mit der Facebook-Seite. Mhm. Bei uns hat sich ja immer schnell zu der Facebook-Seite gerannt. Und die Seite habe ich am 1. Juni 2015 gelauncht. Dann habe ich noch schnell das Logo gemacht und alles und Initon. Und dann bin ich gerade in Augsburg eben gewesen, auf so einem Dreh von der Uni aus. Ah, also in der Uni, ja. Dann habe ich es noch official gelauncht. Und das ist auch eben das Jahr gewesen, wo ich mich auch angemeldet habe. Und dann habe ich es noch gewählt, official machen. Und Facebook-Seite als allererstes. Ein bisschen Bessini gepostet. Und die Website haben wir noch eigentlich danach angemacht. Hat auch eben der Felix gemacht. Die erste Website, die wir gehabt haben. Ich weiß jetzt, die Teilwerte schon ein bisschen länger gedauert haben, aber ist sicher auch in den Jahren noch gewesen. Yeah. Haben wir die erste Website auch schon reingetan. Ja. Und dann seid ihr im Büro unten gewesen, du und Elias. Mhm. Und hab's angefangen, okay, wie wir gesagt haben, die erste in Richtung ein bisschen Werbefilm und so zu machen. Was ist denn das eigentlich der nächste Schritt gewesen? Jetzt sind es alle nur bei 3F700 gewesen. Ja. Selbst noch die paar anderen A7... A7S. Die A7S ist die A7S. Zweite Kamera sozusagen. Was waren eigentlich wieder der nächste Meilenstein? Oder was waren für eigentlich so das erste Ziel im ersten Jahr? Oder? Mhm. Ja, ich glaube, das erste war auf jeden Fall das Büro mal zu machen. Es war halt ein Zimmer in meiner Wohnung, aber wir haben noch ein bisschen, eben, was bei dir da im Hintergrund ist, die Schalldämmung auch getan. Haben uns gekannt, einen neuen Computer kaufen, der was ein bisschen potenter ist, dass er das Schneiden her hat. Auch. Und haben einfach das Büro noch gemacht, dass sie und Elias miteinander haben allem können arbeiten, dass wir einen Platz gehabt haben, wo wir arbeiten haben können. Weil vorher bin ich einmal in meinem Zimmer gewesen, neben dem Bett und so und halt mit dem Laptop umher und so weiter. Und Hell ist auf jeden Fall ein Meilenstein gewesen. Und eben, dass sich der Elias dann auch selbstständig gemacht hat. Und dann sind wir beide selbstständig gewesen und Hell haben wir dann beide keine Rechnungen ausstellen und alles. Und dann ist es so richtig offiziell losgegangen. Yeah. Und dann haben wir eben umgehört mit verschiedensten Projekten. Ich weiß noch, Interfarma, Imagefilm, Hell ist einer von den ersten Projekten gewesen. Nein, kenne ich, glaube ich, ja. Bei uns da auf Brot, die Interfarma. Und eben mit solchen Sachen ist es nicht losgegangen, genau. Ja. Es ist noch eigentlich, was ich weiß jetzt von dir, als nächster Meilenstein war halt der Kauf der Red gewesen. Ah, Hell ist noch ein paar Jahre lang danach gewesen. Hell ist ein paar Jahre lang danach gewesen. Und ich versuche jetzt alle, weil, was ist denn dazwischen drin passiert? Zuerst ist noch der Felix gekommen, offiziell. Zuerst hat sich nachher der Felix auch selbstständig gemacht. Ja, eigentlich der nächste Meilenstein ist 2017 gewesen, wenn wir die GmbH gegründet haben. Ah, zuerst hat es ein paar separat selbstständig. Und dann ist es die Cinematic GmbH geworden. Ja. Das ist noch 2017 gewesen. Und wieso habt ihr es selbst gemacht oder was ist der Gedanke dahinter?
Umsatzlimit. Um, weil es ja einfach schon zu und viel weil, ja, und weil wir halt viele Geschäftskunden gehabt haben und er hat halt einfach mehr Sinn gemacht mit Mehrwertsteuer und wir haben halt schon gewählt, eine Firma aufbauen. Wir haben also ich habe es vorher hab's nicht einmal keine Mehrwertsteuerrechnung. Nein, es sind mehrwertsteuerfreie Rechnungen gewesen. Ja. Und 30.000 Umsatzlimit in Jahr. Ja, du brauchst es so als Umfang. Ja, ja. Ja, okay. Und dann hast du 5% Steuern zahlt auf den Umsatz. Ist also halt auf den Gewinn. Gute Zeit gewesen. Ja, ja, ist gute Zeit gewesen. Nein, aber eben, weil wir haben gleich schon gesagt, wir wollen das als Firma aufziehen, nicht als Kollektiv oder als Freiberufler oder als Ding, weil ich habe noch, das ist noch ungefähr die Zeit gewesen, wo ich so langsam habe, ungefähr ein bisschen mehr wie eine Woche für zu schauen. Weißt, wo ich dann gesagt habe, okay, wo wollen wir nächstes Jahr hin, was wollen wir denn? Und deswegen haben wir auch die Entscheidung schon gemacht, selber GmbH zu machen. Weil man hat ja auch ein OHG machen oder sich irgendwie anders zusammen oder nur mit den Freiberuflern weiter tun, weil sie nächstes Jahr haben sie das Umsatzlimit ein bisschen erhöht, auf 65.000. Und wir haben gesagt, wir wollen eine GmbH machen, wir wollen etwas Ordentliches haben. Und langfristig gesehen ist das, glaube ich, auch der richtige Schritt. Und eben, dann ist der Felix dazugekommen, allem nur als Freiberufler. Gell? Und Sam haben wir so drei Leute, halt meistens drei Leute gewesen, die was darum gearbeitet haben. Er hat viel für uns geschnitten. Wir haben viele Hochzeiten miteinander gemacht. Und bei den meisten Projekten ist er auch mit gewesen. Und dann ist die Reit gekommen. Ja, dann ist es halt gewachsen, oder? Ein Haufen Aufträge gekriegt, alleweil mehr. Ich habe so ein bisschen mitgekriegt, weil mehr halt Struktur und Organisation reingebracht im täglichen Arbeitsleben. Im Gegensatz zu 2015 oder 2016, wo noch so ein bisschen als an der Fly gemacht worden ist oder nur weniger Struktur dahinter gewesen ist. Und dann habe ich 2018, oder? 2018, glaube ich, habe ich noch gesagt, okay, jetzt für die Leute, die es direkt nicht kennen, wenn du es einem kurz erklären willst, was es eigentlich ist oder was für so selbst für dich so ein großer Meilenstein ist. Ja, also Raid ist halt etwas, was eigentlich alle Filmemacher wahrscheinlich wollen. Es gibt mehrere Stufen an Kameras. Zuerst sind die Spiegelreflex halt ungefähr und die Mirrorless. Und dann sind so ein bisschen die Gräser und die Camcorder, so wie die FS700 ist oder Canon, Sony, Panasonic und so weiter. Und dann gibt es von mir sehe ich halt noch ein bisschen die härteste Stufe, das sind halt die Cinema-Kameras, also die Kinokameras. Und sie sind vor allem Red und Ari, okay. Die zwei Player. Und Ari, der leistet man sich nicht. Aber halt Red ist noch richtig. Ja, ja, halt sind die meisten Hollywood-Filme, die digital produziert werden mit Aris gefilmt. Okay. Aber die Red ist halt, der große Vorteil ist, dass sie RAW filmt. Heißt, du kannst Sachen wie ISO und Belichtungen und Weißabgleich nachhinein noch verstellen. Also beim Schneiden kannst du nur in Weißabgleich und in ISO und so verstellen. Und es ist einfach viel mehr Information drinnen im Material, was rauskommt. Und die Bedienung ist halt auch fein, der Workflow. Weil wir sind eine Weile mit der FS700 umgerannt, mit dem großen Rekorder oben. Dann hast du ja ein Kabel gehabt und hier ein Akku und hier ein Akku und Ding. Und dann ist das gleich zu grosses Setup geworden. Und dann mit der RAID hast du alles in einem kleinen handlichen Paket. Das, was 5K filmt und perfekte Aufnahmen macht, gutes Lomo, guter Dynamikumfang und einfach ein brutal schönes Bild. Und Zell ist sozusagen auch ein Hauptsack, als Meilenstein, dass du mal selber kaufen willst. Mhm. Ist ein bisschen früher gegangen, als wir uns gedacht hatten, aber ja. Und dann, sobald wir gesehen haben, okay, es geht dieses Jahr, dann haben wir gleich mal gespart und gleich mal alles zusammen tun und dann haben wir sie aber wirklich in einmal gekauft, ohne Kredit und nichts. Und das ist schon cool gewesen, also hat sich noch schon, ja, ist schon gut angefühlt. Schon nicht zu unterschätzende Ausgabe. Nein, ja. Mit ja, dann habe ich jetzt eigentlich direkt letztes Jahr gekauft. Mhm. Ich glaube, dass wir so langsam können wir zusammen reden Richtung mal in der Vergangenheit sind wir so langsam mehr durch. Mit der Reit weiter gefilmt, das Büro ist alle weit kleiner geworden. Mhm. Also, vor allem, weil mehr Zeug eingekauft worden ist. Und weil es mehr Zeug gebraucht habe. Das war eigentlich für heuer der logische Schritt. Oder man hat halt gesehen, es ist einfach kein Platz mehr. Bei dir ist die Stube schon voll mit Kamera gewesen. Eigentlich die ganze Wohnung ist mit Kamera gewesen, außer das Schlafzimmer.
Und das ist eigentlich noch schon bei dir, hat sich die Idee entwickelt, dass ich sage, okay, ich muss halt einfach auch, glaube ich, vielleicht auch von der mentalen Seite, dass du Arbeit und Wohnung trennen kannst, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, ein Büro zu suchen. Ja, erzähl mal ein bisschen, was du gesucht hast oder was du dir eigentlich vorgestellt hast. Oder wie es so gewesen ist. Ich glaube, der Gedanke, in Semmen haben wir schon eine Weile gehabt, schon 2017 wahrscheinlich, haben wir gesagt, okay, es wäre jetzt gut, wenn wir so langsam ein Büro suchen würden. Aber ich glaube, im Endeffekt hat es sich ausgezahlt, dass wir ein bisschen geduldig gewesen sind. Weil wenn wir jetzt 2-3 Jahre lang schon hatten müssen Miete zahlen und Dinge, dann hat man uns jetzt nie gekannt, dass ein Büro richten, wie das jetzt da ist. Und dann, aber dann eben 2018 ist halt noch wirklich der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, los, jetzt ist es noch ein bisschen zäh. Und auch, weil ich dann so langsam mit der Freundin zusammenziehen und die Wohnung ein bisschen umbauen. Und weil wir eben wirklich auf engstem Raum gewesen sind. Und vor allem, es sind auch Kunden gewesen, die hatten halt Geld zu uns kommen und Meetings machen. Und dann kannst du halt auch nicht in der Bar gehen, die mit Kunden treffen oder daheim in den Zimmerchen drinnen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt suchen wir uns etwas, schauen, was wir finden. Und dann haben wir wirklich eine Weile gesucht. Wir haben schon gewählt, etwas Grosses, oder halt ein bisschen, also auf jeden Fall, ich meine, größer als andere Zimmer wäre es auf jeden Fall geworden. Aber wir hatten eben vorgehabt, auch ein bisschen ein Studio reinzumachen. Und dann sind wir auf den Objekt da gestoßen. Wo wir jetzt sitzen. Auf Brot in der Industriezone. Das ist das Studio. Das ist das Studio, das ist ein bisschen größer geworden, wie wir es vorgestellt haben, aber eben perfekt. Gleich, wenn wir es gesehen haben, haben wir gesagt, okay, das ist es jetzt, das muss es sein. Und dann ist eben alles umgebaut geworden, da für uns. Und ja, gewaltig. Jetzt haben wir, glaube ich, die ganze Vergangenheit bis zum jetzigen Zustand ein bisschen durch. Jetzt sind wir bei der Rede angelangt. Gibt es in Zukunft, um das wir jetzt ein bisschen reden, jetzt seit, glaube ich, 3-4 Monate im Büro. Gefühlt schon allem. Gibt es jetzt irgendwie für dich, was hast du dir oder was habt ihr jetzt als nächste Meilensteine gedacht? Ich glaube, nächstes Jahr seid ihr schon fix zu viert. Und was meine Kamera wird jetzt wahrscheinlich nach oben hin weniger Luft geben, außer vielleicht der zweite Rede mal. Was sind also die nächsten Punkte? Team. Auf jeden Fall will ich mich jetzt konzentrieren auf ein Team. Ich meine, wir sind jetzt schon ein super Team. Und ich will jetzt eben wirklich schauen, dass es alle gut geht in unserer Firma, dass alle feine Arbeit haben. Vielleicht erweitern wir das Team noch ein bisschen, je nachdem, wie viel Arbeit reinkommt. Aber ich glaube, wahrscheinlich erweitern wir es noch ein bisschen. Und also das ist jetzt mein Hauptziel, ist jetzt einmal das wirklich jetzt. Also von mir gesehen geht es jetzt richtig los. Jetzt haben wir das Büro und jetzt sind wir ein bisschen ein Team und jetzt können wir sagen, okay, jetzt sind wir eine Firma und jetzt haben wir auch so langsam ein bisschen alles richtig zu machen. Weil ich meine, wir haben viele Sachen nur einfach so gemacht, ohne einen Plan oder ohne irgendwelche Sachen. Ich meine, mit der Buchhaltung und so haben wir uns wild starten. Ist klar. Aber nächstes Jahr will ich einfach eine gute Ordnung hinkriegen bei uns. In Workflow nur mal mehr optimieren, wie wir es jetzt eh schon haben. Und auf jeden Fall das Team. Hauptfokus auf dem Team, dass es den Leuten alle gut geht, dass wir eine flotte Arbeit haben, dass wir einen Haufen coole Projekte machen können und einfach, dass alles gut läuft. Und logisch, es sind auch noch ein paar Sachen, die was man nicht sagen darf, weil sie nur geheim so sein. Krass sind. Ja. Wir haben auf jeden Fall große Pläne und wir haben jetzt auch mit ein paar anderen Kollegen nur eine Firma aufgetan. Aber eben, das sind noch Sachen, über die man zu einem späteren Zeitpunkt einmal reden kann. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass es jetzt losgeht. Alles andere war die Vorproduktionsphase, wo wir ein paar Mal auf der Fresse geflogen sind, wo wir geschaut haben, was geht nicht. Und jetzt ist effektiv der Schritt da, wo wir sagen, okay, das ist jetzt ein guter Ausgangspunkt und jetzt können wir loslegen. Ja, auf jeden Fall viel Glück in einer weiteren Phase. Ich glaube, jetzt haben wir mal so ein bisschen das gesamte Geschichtliche ein bisschen angehandelt. Und jetzt werden wir ein bisschen drüber reden, über ein bisschen offene Punkte reden. Okay. Nach der nächsten Werbepause. Ja, jetzt haben wir unseren Bildungsauftrag erreicht, dass wir einen Förderungsbeitrag kriegen von der Tirol.
ist nice gegangen. Jetzt können wir eigentlich so ein bisschen reden. Wir hocken da, so brav wie wir sein, im Tag vor dem Christkindl. Yeah. Und jetzt habe ich mir gedacht, könnte man einfach so ein bisschen miteinander ratschen, weil wir uns eh lange nicht mehr gesehen haben. Ja, wichtigste Frage gleich im Vorhinein. Schönster Ort in Südtirol, schönster Ort in Südtirol und warum? Okay. Brot, die eigene Heimatdorf gilt nicht. Gilt nicht, oder? Schönster Ort wird sicher irgendwo in die Dolomiten gewesen sein. Früher bin ich irgendwo mal gewesen, da habe ich mir gedacht, boah, da taugt es mir voll gut. Gibt es ein paar Stellen. Yeah. Auf jeden Fall drinnen da beim Karerpass. Haben wir einen Werbespot gefilmt, haben wir es voll geil. Dann bin ich auch mal gewesen. Ja. Ich glaube, Südtirol hat ganz viele schöne Plätze. Deutschenhofen hat mir gut gefallen. Yeah. Schön. Man könnte jetzt einen zweiten Firmensitz machen. Ja, da haben wir früher mehr Drehtage gehabt, wie auf Brot, hat es schon gesagt. Ja. Ich bin noch nie in meinem Leben da Schnaufen gewesen. Und jetzt früher 12 Mal. 12 Drehtage in Deutschnofen. Ja, schierster Ort in Südtirol. Nein, Südtirol ist überall recht schön. Die müssen da überlegen. Also irgendwo im Bozen wahrscheinlich. Alles. Jetzt werden sie den Sieg kriegen. Im Bozen. Im Bozen. Heiden. Ich weiß auch nicht. Mir gefällt so in die Tälerin da so oben. Wenn ich so Schnalz, Landrauntallinie, Planaltallinie, Matschtallinie, haben mich super geil. Einfach so ein bisschen vom Berg steigen. Ah, Planal. Mehr sein. Planaler Alb rein, gefahren mit dem Auto bis ganz rein. Boah, das ist geil. Ja, wo ganz rein? So weit es geht. Schon? Mit welchem Auto? Mit dem Punto. Ah, mit dem Chip, oder? Rein gemeint. Ja, haben wir schon gut drin. Boah, das ist krass. Die haben wir über die Wolken gegessen. Nee, und so, vor allem sind sie im Match, ist halt, weil die Gläser viel weiter drinnen sind, ist auch viel mehr, ist so mehr touristisch. Und Planal ist ja kein Mensch nicht drinnen. Das ist richtig schön. Voll krass, ja. Das hat mit meinen. Schierster Ort war es eigentlich auch nicht. Schierster Ort. Ich bin halt so wenig da, ich habe so wenig gesehen. Vor allem, wenn sie mich draußen irgendwo fragen in Österreich, und von Südtirol und dann so, ja, kennst du ihm und ihm irgendwo aus irgendwo in Eisacktal? Null Plan, wo es halt ist. Ja. Ich bin mein Leben noch nie sterzig gewesen. Bin noch nie, halt über dem Brennrad auf den Schuh gefahren. Aber so auf Zeit, die ganzen Dörfler, wo sie sich sind, kenne ich mich gar nicht aus. Kenne ich mich einen Scheiß, das ist brutal. Ich meine, es ist schon irgendwo mal gewesen, wo ich mir gedacht habe, da gehst du auf die Eier, so ein richtiges Schaltenloch, weißt du? Jengels? Nein, nicht gerade Jengels. Aber ich glaube, so Umfang Eisaktual, dann ist es so kalt und Ding gewesen und dunkel und schier. Bist du mal, wenn du in Sarntallinie fährst, kannst du in Sarntall über unseren Baustein drüber fahren. Ich bin noch nie in Sarntall gewesen. Bist du noch nie in Sarntall gewesen? Da muss man Hannes fragen, er ist auf die Sarntallinie gefahren. Aber sein er in der nächsten Folge. Genau, eine lustige geheime Folge. Ja, und jetzt so zurückdenkt, ich weiß nicht, ja, in Südtirol, wenn ich einen Aspekt sage, was mir ein bisschen nervt, in Südtirol ist halt viel, dass man oft sich schwer tut, Sachen zu verändern. Also, man ist halt generell italienischer Staat wahrscheinlich ein bisschen. Man hat in Südtirol so eine brutale Schuld. Wenn du halt irgendetwas nachschauen willst oder wenn du irgendetwas wissen willst, rechtliche Sachen, Firmen. How to make a Firma. Ja, how to make a Firma. Yeah. Ja. Und dann kommst du allem wieder, du musst bei uns allem Leute kennen oder irgendwo hingehen, Leute fragen. Oder dass du mal sagst, kann ich einfach zu irgendeiner Behörde gehen und sagen, schau, das und das und das hätte ich gerne. Dann brauchst du wieder irgendeinen italienischen Zettel. Man muss, wenn wir ehrlich sein, ich kann sowieso fast kein Italienisch mehr, aber generell in Finchgau oder halt bei uns, vor allem oben auch, da redest du ja fast nie Italienisch, wenn du nicht mit Leuten etwas zu tun hast, mit Italienern. Und dann musst du so hachoffizielle Sachen auf Italienisch suchen, da geht man halt schon ein bisschen auf den Nerv. Ja. Aber sonst ist es schon fein, da bin ich auch froh, dass ich wieder da bin. Ja. Was sagst du, was meinst du, bist du bis zuletzt einer da oder wo zieht es dir hin? Ich weiß es nicht. Ich möchte es geben, wie mir. Es ist halt allem super als Premium-Feature sozusagen.
Oder ich möchte es mir gehalten, dass ich halt all meinen Urlaub nach Südtirol zurückkommen kann oder heimkommen kann. Weil es ist halt nur viel geiler. Mhm. Weil du kannst heimkommen und hast nichts zu arbeiten. Und dann kannst du es halt voll genießen. Oder auch wenn du mal über einen verlängerten Wochenende heimfährst, wo jeder frei hat. Man denkt mir, es ist etwas anderes, wenn man da halt arbeiten muss. Nicht, wenn man den ganzen Tag so zu tun hat. Für mich ist es halt am besten, wenn ich draußen bin, in Graz, dann tue ich halt buckeln. Oder tue ich halt etwas meistens. Meistens, auch nicht alt, aber halt und normalerweise. Und dafür halt, wenn ich nicht komme, tue ich halt gar nicht. Nicht? Danach ist es halt cool gewesen, weil du da halt noch wirklich sozusagen als Urlaubsdestination oder als Urlaubsort Südtirol genießen kannst. Das ist schon super cool. Ja, das ist ein interessanter Ansatz, ja. Mhm. Aber cool. Halt gerade vor allem mal, muss ich sagen, ich hatte keinen Bock auf, also ich bin einmal grün gewesen für ein Wochenende Urlaub und auch so ein bisschen das, was ich mitkriege, was ich alle, weil mit Instagram voll der Ding ist, voll der Boom mit dem Braxer Wildsee, oder? Das ja, ja, man muss irgendwas die Straße sperren oder so. Ja, ich weiß. Vielleicht auch so gesehen, dass sie voll ausflippen. Und selber muss ich auch wieder sagen, oder mir an einen richtigen Sommertag, wenn ich mir angehst, dann geht es draußen noch einen halben Tag auf die Eier, weil nicht so viele Leute sind. Bin ich auch wieder froh, dass wir irgendwo da jetzt sind, auch wenn es auf gut Deutsch im Arsch der Welt ist, weil bis ich einmal heimkomme, bin ich den ganzen Tag unterwegs. Aber dafür hast du halt ein bisschen die Leute. Und dann haben wir erst jetzt mal geredet, wegen oder auch niedergefragt, ob du gerne mehr, oder durch den Finch gehen hast. Mhm. Ich schon. Weil? Du nicht. Nein, irgendwie gesagt. Nein, ich, weil ich brutal oft muss euch säckeln. Ich will schon da bleiben auf Brot, weil es mir einfach passt und so. Und da habe ich meine ganzen Homies. Aber ich muss so oft da fahren und ein bisschen eine bessere Straße war oft schon ein Ding. Ja, im Sommer, oft drum, ja, im Sommer oft bist du über eine Stunde zu, bis auf Merano. Und ich meine, wenn es ein Meba gab, dann bist du in 20 Minuten und stehst. Ja, weil wenn du mal Meba bist, Merano, dann bist du eigentlich gefühlt gleich putzen. Ja, ja. Also wenn du Merano oder Merling oder Sam irgendwo wohnst, sehe ich auch auf der Meba, dann bist du eigentlich, dann bist du gar keine Frage, so, fährst du bei uns oft mal länger auf Schlanderschau, wie Meba putzen, also Merano putzen fährst. Ja. Ich sage halt, ich weiß nicht, weißt, es ist oft, es ist gefährlich, weil wir halt voll ermittelt in die Alpen sind, dann sind wir ja ein Transitland auch so ein bisschen. Und jetzt halt momentan geht halt der ganze Hauptverkehr so drüber im Brenner. Weil das nächste, wo du eigentlich über die Alpen kannst, halbwegs mit einem Autobahn, ist, glaube ich, bei Trierstärten. Ja. Und links ohne Wert, so weiß es gar nicht. Irgendwo hinter Mailand oder so, da habe ich gar keinen Plan. Aber es ist halt auf jeden Fall, gibt es jetzt so viele Haupt. Ja, ja, klar. Und ja, das ist schon ein bisschen gefährlich. Ich hatte jetzt schon so die Sorgen, passt. Zum Glück ist der Brenner weiter weg, weil ich keinen Bock auf einen Autobahn mit den ganzen Leuchtturm neben mir. Und wenn es jetzt so wäre, dass die Meba von mir als nur bist, oder dass jetzt bis Brot. Ein doppelspuriges Brot. Ja, genau, leib bis Brot. Und du darfst auch nicht aufwärts fahren, nein, überwärts. Ja. Aber halt, wenn sie es erlaubt, sich ein bisschen auf dem Rischen. Und dann einmal wir sehr kompliziert, da über den Auto stehen, findest du Münster im Bausäu. Aber sagen wir mal, es ging bis Landig, bis auf die Autobahn und Landig in Tunnel rein, doppelspurig. Dann hast du halt die halben Leute, die was so durchfahren haben. Dann denken sich alle, die noch mehr anwählen, passt vorhin nicht die Autobahn, vor über den Rischen. Ne? Ja, ja. Nein, heil war ein Puff, heil stimmt, haben wir schon recht. Aber du, es muss ja nicht am Ebo sein, aber wenn man mal ein bisschen Ding. Jetzt machen sie eh auf Kastelbell unten in den Tunnel. Ja. Heil ist, glaube ich, eh schon einmal ein bisschen größer. Also, denkst, und dann, wenn sie nur die Umpeln ein bisschen umgehen, hatten da auf Blaues unten und Tell unten, der Übergang da, der Zebrastrafen und wo sind da seine Umpeln? Ja, und da kriegen sie halt als Zebrastrafen über Fährung oder unten durch oder so. Dann gehen sie eh schon besser. Ja. Weißt, aber wenn du musst auf so ein Hauptding die ganze Zeit stehen bleiben, wegen irgendwelchen Umpeln und so. Ja, konstanter Durchfluss sein. So. Yeah. Kreisverkehr von mir, also man ist halt ein Kreisverkehr. Ja, ist ja wurscht, weil er flatscht, dann geht es ja perfekt im Kreisverkehr. Ja, ja. Und glaube ich, müssen wir halt im Sommer, weil halt bei uns brutal viele Bauern mit Traktoren sein und so, gibt es, müssen wir eigentlich, für den Sommer, glaube ich, ehrlich, wie ich so mitkriege, kann ich im Sommer, wenn ich halt auf Montage gefahren bin und dann fahren wir eigentlich auch ein Minimum mehr an. Du musst halt irgendwie eine Lösung finden für den Sommer. Nein, weil du musst einmal einen Traktor sein in der Luster, ja, ja. Dann hast du aufwärts hast du aufwärts eigentlich nach Kastelbell, kannst du einen Fletsch noch einmal überholen vielleicht
dann bist du Schlanders nochmal und dann auf los. Und dann ist bis Malz fast nicht mehr. Ja, ja. Und dann denke ich halt auch, wenn da noch ein paar Deutsche sein oder halt ein paar vor allem Deutsche. Weil halt Leute sein. Touristen, die sich nicht auskennen. Ja, ja. Und dann ist halt immer puff nicht, weil ja, dann können die Semmel bis nicht wie überholen. Und deswegen rätseln bei uns die Leute, dann muss man es wiederkriegen. Ja, da gäbe es schon noch ein Ding, gell? Potenzial nach oben. Potenzial, da muss ich ein bisschen optimieren. Überholspuren oder so. Das ja. Weißt du oft, wenn in Österreich haben sie das Ding. Wo ja, ein Bruch zweispurig ist und dann kannst du überholen. Ja, ja. Aber logisch, das ist halt alles so. Ja, logisch. Halt aber ich glaube, vielleicht Schritt für Schritt wird es schon gehen. Jetzt, ich bin eh froh, dass sie den Tunnel machen, weißt du? Ja, ja. Weil wie lange ist es her, dass sie von einem Turm das Ding gemacht haben und versterben? Ja, haben sie eigentlich auch schon. Früher bist du durch ganz den Turm durchgefahren, durch ganz Sterben durchgefahren. Ja, ja. Und jetzt in Kastelbeil, dann sparst du schon echt wieder ein bisschen Zeit. Weil haben sie zwei Ampeln. Ja, und sie haben zwei oder drei Ampeln hintereinander in Kastelbeil. Ja, ja. Und vor allem auch in Kastelbeil, das Dorf ist komplett hin, weil halt mitteldurch voll den ganzen Tag Verkehr. Ja, sowieso. Und die Engstelle da, oder was? Wo das Haus bis auf die Straße geht. Ich weiß nicht, wie oft sie die Hause reingefährt haben. Ja, ja. Nein, es ist ja gut und Ding. Und wenn sie noch ein bisschen vielleicht noch die Ampeln aus dem Weg schaffen, dann geht es auch. Muss jetzt wieder zweispuriger sein, aber halt. Ja. Ja. Will jetzt wissen, wie oft ich da hier reingefahren bin. Ja, das ist schon brutal. Was ich merke, wie viel Peninz eigentlich als entsteht. Und das ist ja Österreich eigentlich auch noch nicht so weit. Aber es gibt halt wirklich, glaube ich, mittlerweile Haufen mehr Leute, vor allem in unserem Alter, wenn du in irgendeiner Stadt lebst, wo du sagst, weißt du was, ich spare mir das Auto, weil es halt eigentlich echt, wenn man steht, brutal teuer ist, weil wenn du mal aufrechnest, was die Karre im Monat kostet, und dann noch Parkplatz in der Stadt, kostet 300 am liebsten, Tiefgarage, dann sagst du halt, weißt du was, ich fahre als mit den Öffis oder mit einem Radl oder so, und das ist ja brutal. Also ich bin jetzt halt mit einem Radl gefahren, seit über einem Jahr, in der Arbeit, hier, im Büro, und seitdem 10 Minuten mit dem Radl und mit dem Auto, also zum Morgen, jetzt reden wir schon gar nicht, wenn auf der Arbeit ist und wenn ich das Limit, sagen wir mal, grosszügig ausreize, dann rein 10 Minuten. Mhm. Dann muss ich schon, auf keine Ampel rad sein, nicht. Dann haben sie alle 40 Minuten Ampeln. Ja. Und dann brauchst du morgens oft einmal eine halbe Stunde mit dem Auto. Weißt du, chillig, ich meine jetzt im Winter, oft einmal, wenn es kalt ist, ist grausig. Aber im Sommer kannst du mit dem T-Shirt laufen und brauchst nicht Stress, dann schwitzt du nicht und bist unten mit dem Radl, ist viel geiler. Und ich glaube, irgendwo auch, dass es in Zukunft irgendwo sein muss. Ja. Weil halt, du nimmst halt, wenn jeder allein mit dem Auto fährt, nimmt viel zu viel Platz weg. Nein, sowieso, geht ja eh. Aber wenn ich meine, jetzt haben sie eh die Dinge in Zug gemacht, okay, gut. Aber halt, auf Brot hat es ja die längste Weile, ich habe mal für jeden Zug einen Bus gegeben, der was auf dem Bahnhof gefahren ist. Aber jetzt habe ich einen Citybus gesehen auf Brot. Aber sie wollen jetzt um 6 Uhr morgens ist reingefahren. Ich glaube, sie wollen jetzt Brot, irgendwie einen Citybus, was irgendwie nur so eine Gummsohne fährt und so irgendwie. Ja, hell wäre eine Idee, hä? Vor allem, ja. Ja, weil, oder wenn da zwei Ziege kommen und ein anderer hat einen Anschluss nach Brot, für was bleibt er noch auf Spandini stehen, oder? Ja, Brot ist halt so Sachen wie Los oder Schlanderschein, bist halt halbwegs im Dorf drin. Mhm. Schlanderschein nicht, aber dann kannst du noch spazieren. Ja, und zusammen gibt es einen Citybus. Ja. Alle haben einen Citybus. Ohne auf bis zum Krankenhaus gehen musst, dann bist du auch hin. Ja, gut, das passt schon, ja. Aber was ich zum Beispiel voll feiern tat, wäre, wenn sie auch endlich mal in Zug über die Straße lassen tat. Ah, ja. Oder in Zug mit der Rätischen Bahn in Schweiz verbinden. Weißt du, wie cool. Aber haben reden sie schon alle Weile. Oder halt über Österreich reden sie. Über Österreich. Aber Schweiz war voll geil. Habe ich gelesen, in die alten Konzepte gelesen, was sie gemacht haben, also 1890er und Anfang 1900, über die Finchgau-Bahn. Finchgau-Bahn ist ja 1906, glaube ich, eröffnet worden. Oder 1905. Das haben sie in zwei Jahren gebaut. Gebaut haben sie schneller, als was sie jetzt elektrifiziert haben. Weil die Gleise sind ja nicht die gleichen. Und dann haben sie schon gesagt, ja, sie bauen jetzt derweil einmal auf Malz ein, aber dann ist der Plan auch gewesen, auszubauen. Samson, oder? Ja. Und weißt du, cool selber, halt, glaube ich, das für uns da, gerade Oberfinchgau, auch brutal viel verbinden. Weil wenn ich in den Zug hinhucken kann, erstens einmal die ganzen Touristen können mit dem Zug hinfahren,
ist voll gemütlich, weil wenn du bei uns oft einmal im Sommer über den Rest Nase fährst, haben sie sich von 10 Autos andosigen. Und der Rest sind alles Deutsche und Belgier und irgendetwas mit Wohnauten. Sie geht ja so alle um auf dem Sack. Ja, logisch. Und kann ich mit dem Zug hineinfahren. Mhm. Ich bin sowieso voll ziemlich der Fan von Zug. Also solange Fortbewegungsmittel in Europa, wo die Strecken eigentlich nicht so brutal weit sind, fahre ich in Zug voll. Weil du kannst nicht mehr arbeiten, du kannst. Irgendwie ist es für mich so ein bisschen eine gemütlichere Reise. Ja. Vor allem bei uns musst du fast mit dem also Flugzeug geben in Sitten. Weil wenn wir alle jetzt mal bei uns nehmen müssen, dann bist du wieder gleich weit. Und wie es jetzt ist, musst du eigentlich meilen und dann musst du 2 Stunden früher sein, Check-in machen, bla. Dann willst du einen Zug, kannst du mitnehmen, was du willst, brauchst du durch eine Security gehen, kannst Sachen, so viele willst mitnehmen und ja, ist, glaube ich, viel geiler. Ja, nein, aber eben, logisch, man kann da auch noch viel mehr machen, gell? Ja, weil so ist halt, ich kenne keinen Menschen, bei uns mit dem Zug fahren. Ja, das ist schwierig halt. Ja, weil Touristen. Halt musst, oder? Weil, aber sonst stell dir mal vor, du hast einen geilen Zug, wenn sie ihn da machen, dann von Brot auf Bautz in einer Stunde. Oder in, in einer Stunde. Ja. Ist sogar, wenn du sagst, eine Stunde 20, dann würde ich mir im Sommer schon oft überlegen, oh, jetzt fahr. Ja, klar. Und unten beim Bahnhof kannst du so einen E-Roller rausleichen. Und dann, dann fährst du halt auch nicht zum Termin und dann danach fährst du mit dem E-Roller wieder zurück. Dann machst du irgendwie, dann hast du ja als NFC kontaktlos Payment mit einem Handy, dann zahlst du von dem Roller die 2 Euro, was du dann halt die Stunde ausgeglichen hast. Und dann gehst du wieder in den Zug und fährst in einer Stunde 20 Euro. Kannst du auch mit dem Laptop arbeiten, auch mit dem Laptop arbeiten oder telefonieren oder schlafen, ist ja wurscht. Und so musst du mit dem Auto bis unten halb 10, weil 500 Mal hast du musst überholen und Ja. Alter, das ist schon fein. Da ging es schon nun. Gell? Aber so ist halt, weiß ich, fährt jetzt überhaupt wieder durch oder musst du mir auch umsteigen? Weiß ich, ob er alle überhaupt fährt oder was da geht. Ich weiß auch nicht. Haben sie jetzt die Stromkabel hinzugezogen? Ich weiß es nicht einmal. Ich glaube, so langsam schon oder nächstes Jahr erst. Nein, weil jetzt ist ja eine Weile schon nicht gefahren und dann hat er jetzt wieder umgekehrt gefahren. Fährt er ist schon elektrisch, Mensch. Wir kennen jetzt völlig aus. Weißt du, Bonhof ist weiter weg vom Brot. Muss man fast 10 Minuten versuchen. Nein, aber ich meine, es ist ja gut. Also, wenn man sich denkt, an sich hat ja der Finnsker Zug schon voll viel Positives gebracht hier in London. Weil ich denke, es fahren sicher viele Leute mit dem Zug. So Pendler und so. Wenn du jetzt auf Brot bist und auf Schlanders arbeitest oder so. So weiß nicht. Und auch am Wenzel halt die Schüler sein. Ja. Im Sommer halt, oder wissen wir ja beide nur von der Schule gehen halt, das logisch, die Touristen viel mit dem Radl halt. Wir auch neu fahren und dann mit dem Zug wieder rein. Ja, so. Wenn es dann nicht wären, dann wären alles nur Schädel auf der Straße unterwegs. Du musst halt das Straße praktisch so frei wie möglich halten. Nicht? Ja, ich glaube, eine Entlastung ist es schon groß. Ja, und jetzt mit der Elektrifizierung ist ja noch alles viel effizienter. Ja, aber jetzt kann man durchfahren. Oder? Das ist ja auch das Problem gewesen. Jetzt hat mir einmal jemand gesagt, jetzt planen sie sogar, dass du mit dem Finnsker Zug bis Busterteile rausfahren oder so. Also, dass er jetzt praktisch Malz, Meran, Bozen und Bozen sogar noch weiterfährt. Alles die gleiche Garnitur. Aber auch schon geil. Dann kannst du wenigstens drinnen. Ja, hell wäre es sicherlich. Wenn er irgendwie fährt, warst du richtig bis Innsbruck. Man, logisch ist es Grinzahl blöd, weil wir über den Rest viel schneller wären. Aber wenn du Meran bis Innsbruck fahren kannst du mit dem gleichen Zug. Aber das ist eben auch wieder ein bisschen das Limitierende der Brennerpause. Weil auf dem Brenner hast du halt also 2 Gleise, glaube ich. Ist, glaube ich, leider eine Trasse. Ja, 2 Gleise, wenn es Trasse heißt. Eins links, eins rechts. Wir sind Experten. Genau, eins ist links, links vorne, rechts vorne, was weiß ich. Aber halt über den Brenner fährt, logisch, der Güterzug treibt, alles fährt über den Brenner drüber, was auf die Schienen bin. Ja, wenn werden sie auch den Tunnel fertig haben. Ich weiß auch nicht. Aber Sam fährt ja alles noch über die Schienen. Oder viel Güterding, oder? Weil sie Sam nicht auch die Lastwagen auf dem. Ja, aber halt ist leichter Zug, oder, der Tunnel? Ach schon. Dass sie noch mehr durchfahren können, oder wie? Da kannst du mit dem Auto durchfahren in den Tunnel, glaube ich. Bei einer Basistunnel. Wie, dass sie mit dem Zug schneller sein, oder wie? Ja. Mehr Zug rausballern können. Glaube ich. Nein, glaube ich, dass man da mit dem Auto durchfahren kann. Weil jetzt ist es schon so, dass viele verladen werden. Und dann, also, dass das ganze Lastwagen auch ist. Ja, nachdem sie alle LKWs aufladen und halt dann durch. Ja, volle. Weil Brenner kannst du ja auch. Weil die Brenner Autobahn mit den Würstelstraßen haben, Ist ja sowieso einspurig, weil die andere Spur ist ja Mensch gewesen. So ist es schmal, die hat keine Pannenstrafe, weil sie mittel durch den Berg durchgeht. Und rechts ist ein Lastwagen. Wenn er im Sonne bei ist, wenn er länger Brenner fahren muss, weil du musst halt links fahren und sie haben halt Lastwagen überholen. Und sie haben halt so schmal, dann kriegen wir halt die Krise. Ja. Ah, brutal. Aber, wo sind wir jetzt?
vorgenommen haben, hast du Vorsätze für 2020, wie jeder Mensch? Ja, ehrlich gesagt bin ich nicht so ein Mensch, der es geil findet, mit 2020 anzufangen. Ich bin, wenn ich etwas tun will, dann fange ich jetzt an. Yeah. Auch nicht morgen oder in zwei Tagen oder nächstes Jahr. Es ist so. Und dann sagst du, 2020 will ich pumpen gehen. Und dann gehst du einmal pumpen und danach frisst du wieder die Wand voll. Weiner, tut man es gleich anfangen und dann durchziehen. Ist immer so ein bisschen aufschieben auf die Zukunft. Ja, ja. Und sagst so, jetzt ist schon. Weißt du? Das ist aber so bei mir auch so, dass du sagst irgendwie, um 6 Uhr fange ich jetzt an, dass du auf diese keine Lust hast. Yeah. Dann ist so 10 nach 6 und dann sagst du, jetzt muss ich bis um 7 Uhr warten, weil ich jetzt leider noch voller Stunde anfange. Und dann wärst du sicher morgen bis 6 Uhr. Ja, ja. Und um 7 Uhr sagst du, jetzt ist es zu spät, jetzt bin ich zu müde und dann lässt du es. Ja. Mhm. Eigentlich ist das echt halt so, um gleich zu machen. Deswegen, irgendwo ist es schon komisch, es ist echt schon ein Jahresabschluss, weil halt mit Weihnachten und auch Firma oder halt Arbeit, es ist halt immer so eine Weihnachtsfeier, jeder hat zwei Wochen frei, Steuerabschluss, bla 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 bla, alles was halt kommt, ist halt am Ende Jahr und in Januar fängt es neu an. Ja, und auch wenn ich eigentlich überhaupt mit der Mensch bin, der jetzt sagt, was nächstes Jahr tue ich etwas anderes oder so, weil es ja auch scheiße ist. Irgendwie fühlt man dich, das ist immer so ein Abschluss, dich das mit, weil es halt so viele andere Sachen sein muss. Nein, ich habe ein paar Sachen, habe ich schon, was ich tun möchte. Ja. Auf jeden Fall mehr lesen. Ja. Ich glaube, heuer ist das erste Jahr, wo ich angefangen habe zu lesen. vor mir ein Buch gelesen. Weißt du, in der Schule, wie ich am Gretel dann schon wieder Buchvorstellung ging, Filme nicht suchen und die Zusammenfassung von Internet eingeladen und dann sieben wir gekriegt. Und, aber eben, jetzt habe ich heuer angefangen, ein bisschen zu lesen, feiere ich brutal. Ja. Und so möchte ich ein bisschen mehr tun, weißt, weil ich bin nicht so konstant, wie ich es gerne hat mit den Gelesen. Und heil sind Sachen, was ich tun möchte. Also dann reden wir jetzt einfach mal für generell für Sachen, was man jetzt in der Zukunft, oder was man gerne mehr machen. Obwohl, auch wenn es jetzt, jetzt nicht bezogen auf 2020, auch wenn es in drei Jahren ist oder so. Irgendeine sportliche Aktivität wäre auch mal geil. Yeah. Weil man merkt halt auch, wie überhaupt in den Wintermonaten und nach den ganzen Grillatas das Wampeli ein bisschen wächst wieder. Yeah. Irgendetwas Sportliches wäre immer irgendwann reinziehen müssen. Obwohl, ich glaube jetzt ehrlich mehr so von Essen und Dingen jetzt mit Sport. Also sagst du, weißt du, wenn du ein Gewicht verlieren willst, ich glaube, ein grosser Punkt, wo es ist, von Sport aus gemerkt, haben wir eigentlich beide ziemlich Bürojobs haben, wo wir halt wenig Bewegung haben, dass du einfach irgendwann einmal die Bewegung brauchst. Yeah. Und dass du auch voll in Endorphinausschuss hast. Also einfach, dir geht es auch viel besser. Wenn du irgendeinen scheiß Tag kapst oder es geht irgendetwas nicht weiter und du huckst dann den ganzen Tag gleich um, dann bist du voll gefrustet. Und wenn du hast zwar keine Lust, aber wenn du es dem Dichter eben eine Routine nicht bringst, du gehst halt einfach nicht. Und das ist, glaube ich, was viele Leute verwechseln mit, ich habe keine Motivation oder wie kannst du die Motivation aufbringen, jeden Tag 6 Stunden das und das zu tun oder das und das zu tun. Ja, das musst du halt, ich glaube, was habe ich immer gelesen? Oder irgendwer hat es einmal gesagt, du build a habit, du musst halt 28 Tage tun oder so 4 Wochen. Wenn du 4 Wochen dir selbst zwingst, dann ist es schon fast so drin und das verfehlt, wenn du es nicht tust. Und irgendwie nach so 90 Tagen kannst du es nicht mehr anders. Weißt du? Hell ist bei mir jetzt so, zum Beispiel, ich wache um 5 Uhr auf. Yeah. Weißt? Oder ich weiß nicht, ich glaube, wenn er der Sachen so richtig ungewöhnst, hell ist schon geil. Ja, bei mir ist es jetzt eigentlich so gewesen, was ich sage, was ein großer Punkt gewesen ist bei mir, weil ich eigentlich das ganze Leben keinen Sport gemacht habe. Oder halt, ich habe nur mehr Eisen gekriegt. Erzähl mal, weil du halbwegs durchgezogen jetzt mit dem Gym. Das sieht man, gell? Ja, nein, aber wirklich, weil hell finde ich brutal krass. Wie ist es gegangen? So gewesen, dass ich vor, was haben wir jetzt, 2019? Vorher, also es war gescheiter, wenn ich sage, was vorher gewesen ist. Wir haben mal miteinander Eishockey gespielt. Aber das war unsere eigene einzigste sportliche Erfahrung. In der Grundschule oder so, Grundmittelschule. Ja, voll früh, mit 6 oder so angefangen. Und 8 haben wir gespielt, unter 10. Und ich habe es, glaube ich, noch mit 12 oder 13, so, weil es mir zu brutal geworden ist. Oder zu brutal, weil bei uns halt so viel wenig Eishockey-Platz gewesen sind. Wir sind ja mit Samstag für ein Spiel in den hintersten Bustertal rausgefahren. Und dann hat man nicht darf spielen, wenn man klein und dick gewesen ist. Ja. Und
Und ich glaube, du hast noch ein bisschen länger gemacht, so bis 14. Ja, ich glaube, ich und 16 bin ich noch gewesen. Schön. Aber ich habe nicht bei der U16 gespielt. Bei der bei der normalen? Bei der U14 oder so. Ich habe halt dann so die Nummer kleiner gespielt. Dann sind sie auch meine geschmuggelt. Cheated und einfach gesagt, du bist 14. Ja, aber dann habe ich es gleich angelaut. Ich glaube, weil ich mir die Schulter rausgehen kann oder so. Das ist ja geil. Heil ist in der Zeit dran gewesen. Operativ reingreifen. Ja, dann bist du bei mir so gewesen, dann habe ich eigentlich gar nichts mehr tun. Nach der Matura mit 18 bin ich ausgegangen zu studieren. Und halt sagen wir eigentlich, muss man auch sagen, eine Zeit lang nur gesuppert. Ja, sowieso. Weil halt alles neu gewesen ist. Und ich bin eben, Salon eigentlich gar nicht, eben, die Routine hat mir gefällt. Oder mir ist das auch gar nicht in den Sinn gekommen. So. Da bin ich schon oft mal ein bisschen mit meinem Cousin oder so, so haben wir dann wieder mal eine Zeit lang so ein bisschen trainieren gegangen. Aber weil so viele Leute halt gewesen sind, in so einem McFit, in so einem riesen Gym halt. Um 6 Uhr morgens oder halb 6 Uhr morgens. Und als Student ist halb 6 Uhr morgens halt fucking Nacht. Ja, logisch, ja. Die ersten Sachen, als du um 9 Uhr, halb 10 Uhr, bist du es fast gewöhnt, dass du jeden Tag bis um 2 Uhr aufbleibst. Dann ist es halt voll okay gewesen. Ja. Und dann ist es halt anstrengend gewesen, als dann richtig müsst, durchpressen. Und das habe ich, glaube ich, so dreimal gemacht. Dann habe ich auch wieder aufgehört, weil halt dran gegangen ist oder der andere. Dann machst du halt die Motivation abhängig jetzt der andere. Wenn der andere sagt, nein, bin ich zu faul, dann gehst du auch frisch nicht oder so. Und dann ist eigentlich gewesen, dass ich letztes Jahr im September hat mir mein, was jetzt mit mir, was mein Wohnungskollege ist mittlerweile, mein WG-Kollege, mal gesagt, jetzt geh mal mit. Und dann bin ich wirklich klein mehr in Institut für Weltraumforschung unten bei Arbeiten gewesen. Dann bin ich wirklich klein mit Büro geguckt, habe 8 Stunden, 9 Stunden den Tag programmiert und bin wieder heimgefahren. Und dann habe ich nicht gewusst, was dann, habe ich seinen Computer gespielt und wieder schlafen gegangen. Also ich bin halt 12 Stunden den Tag gesessen, erstens einmal, und Leute so, und Leute Bildschirm geschaut. Ja, klar. Ich habe auch volle Probleme gekriegt beim Rücken wegen Semmen. Also halt weil du am Guck voll bist. So Lower Back Pain oder halt unten von den Bandscheiben. Ich bin dann so weit gekommen, dass ich nicht mehr sitzen kann. Weil es mal weht, dann hat man sitzen. Okay, yeah. Dann bin ich mal zum Physiotherapeut gegangen und dann ist es wieder ein bisschen besser gegangen. Aber es ist halt leise so Behandlung von den Symptomen. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir mal mittrainieren. Dann sind wir eigentlich mitgezogen mit ein paar Kollegen. Also sind wir so 3-4 Leute gewesen. Dann sind wir mitgezogen, so ein bisschen in den Anfang. Und dann eigentlich nach 2-3 Monaten habe ich gemerkt, jetzt geht etwas weiter. Einfach so. Und ich habe mich eigentlich nicht gerast, nach irgendwo ein bisschen die Übung gewusst. Weil ich bin da mit 16 Jahre mal ein Jahr lang trainieren gegangen auf Brot. Das stimmt, ja. Ja, ich habe mal in genau. Bin ich halt 16, 17 Jahre so Und dann hat man halt so wie bei vielen Themen in meinem Leben halt die Sucht ergriffen. Dann habe ich gleich mal YouTube wieder geschaut und gleich mal Artikel gelesen und halt nachgeschaut, was brauchst du für den und den und wie tust du richtig trainieren und hin und her. Und habe dann eigentlich angefangen, richtig von halt mir meine Sachen zu. Also Programming halt zu richtig genau definieren, was machst du an den Tag, was machst du an den Tag, was machst du an den Tag, wie viel Kilo, wie viel Days, bla bla bla. Und mein Ziel ist halt gewesen, die 1000 Pfund, also die 454 Kilo, sind es meine, halt beim Kraft-3-Kampf zu packen. Also das ist Kniebeuge, Squat, Kreuzheben, Deadlift und Bankdruck und Benchpress. Als zusammenaddiert, was du als Maximalgewicht schaffst, soll halt mehr als 454 Kilo sein. Und dann haben wir so als Ziel gesetzt, voll gefressen, aber ich meine, ich muss es unbedingt essen. Aber ich habe 93 Kilo gewogen. Und das habe ich dann halt geschafft, heuer im April. Und dann habe ich gemerkt, dann bin ich wirklich fett gewesen. Und ich gemerkt, und das hat es nicht gebraucht. Jetzt im Nachhinein, ich war das vor voll übertrieben. Aber ich habe halt da voll reingesetzt. Hast du zu viel, Ja, das ist halt, also das, was ich zugenommen habe, ist halt Fighting gewesen. Ah. Das hilft schon, weil du halt mehr Körpergewicht den ganzen Tag umeinander tragst. Das musst du halt auch trainieren oder so. Aber halt, das war halt auch relativ sinnlos. Und jetzt bin ich eigentlich seit dem ganzen, also seit dem Sommer so angefangen, habe ich gesehen, okay, nein, das ist nicht sustainable oder das trage ich einfach hinter. Und dann habe ich jetzt versucht, das wieder ein bisschen anzubauen. Aber jetzt ist es halt echt so, dass bei mir ist eigentlich wurscht, ob jemand mitgeht oder nicht. Wenn jemand mitgeht, der was auch eigentlich, der mir die ganze Zeit zutextet. Ich bin auch zweimal mitgegangen. Genau. Der, was mir zutextet, hält die Drucke nicht, weil ich meinen Staff machen will. Aber wenn ich so ein bisschen mitgehe, schon so zwischendurch ein bisschen ratschen, dann ist überhaupt kein Problem, ist ja ganz geil. Aber eben jetzt mittlerweile, wie wir gesagt haben,
das ist so bei mir immer die Frage mitten, wenn ich da bin, nicht, weil ich da einen Urlaub habe, aber wenn ich halt meinen Plan habe und ich arbeite bis um 5 Uhr, noch vor ich von der Arbeit direkt trainieren. Und dann sage ich auch mit den Leuten, wenn sie mal mittags fragen, du, wann hast du Wein, dann sage ich 8 Uhr, weil um 2 Stunden bin ich trainieren, dann gehe ich heim, gehe duschen, tue ich bis 6 Uhr, dann habe ich Zeit. Ist halt klar, du musst auf andere Sachen verzichten, weil du um 8 Uhr ist halt scheiße unter der Woche, wenn du am nächsten Tag wieder um 7 Uhr aufstehen willst, kannst du auch nicht mehr so ewig bleiben, weil um 10, 11 Uhr musst du auch fast wieder sagen, ich muss heim gehen liegen. Mhm. Aber halt ist halt so, ich habe es brutal gemerkt, wie viel es mir weitergeholfen hat. Vor allem zu sehen, wenn ich mir ein Ziel setze, schaffe ich es. Und ich kann es bei mir selber sehen. Das ist, ich arbeite eigentlich an mir selber mit denen. Ist brutal cool gewesen. Das habe ich eigentlich vorher nie so wirklich gehabt. Allgemein Zielsetzung halt, ist brutal wichtig. Gell? Mhm. Aber realistische Zielsetzung. Ja, weil es eben, weißt du, so, wie jetzt halt ist, nicht? Jetzt jener, ja, 20 Kilo nehmen bis Sommer. Ja, er geht einfach hinter. Ja. Also, er geht schon, aber er halt einfach, er muss dich verhungern lassen. Ja, ja, klar. So. Nein, aber ich glaube, effektiv, wenn du dir Ziele setzt, weißt du, auch so Mini-Ziele, weißt du, so kleine Sachen. Auch wenn du sagst, ich stehe auf und heint, gehe ich pumpen. Mhm. Und heint tue ich, mache ich das. Heint schreibe ich alle 15 E-Mails zurück, die ich gehabt habe. Das ist so wichtig. Ja. Das bringt so eine Struktur rein und da bist du viel klarer im Kopf, finde ich. Das finde ich wirklich geil. Und deswegen finde ich auch krass, wie du das geregelt hast, weil du von null Sport. Ja, ist schon falsch. Einfach, ja, halt volle Ding und dann fahren wir mal so richtig durch und dann haben wir es noch wirklich durchgezogen, weil ich weiß ja, jetzt mal, wenn ich die wieder gesehen habe, nach ein paar Monaten ist mehr Grippe denn ever gewesen, ja. Jetzt trinken wir das erste Bier. Aha. Ah, der hat gut. Der hat das gleich geschnallt. Und dann enden wir in der ersten Folge von dem Podcast mit den Namen, der noch nicht genannt werden darf, beziehungsweise wir noch nicht wissen. Wir noch selber noch nicht wissen, weil er so brutal geheim ist. In der ersten Folge, das ist jetzt unsere Pilotfolge. Mal schauen, wie er umkommt, mal schauen, wie es läuft. Geil. Ich glaube, es ist ganz lustig gewesen. War hitzig, ja. Machen wir natürlich, wie jeder machen muss, okay. Top 2019. Oder machen wir am besten Top letzte Dekade. Weil eigentlich stimmt es nicht, weil die nächste, glaube ich, nächste Jahrzehnt fängt erst 2021 an. Ach schon? Ich glaube schon. Weil, na, wie ist es gegangen? Ja, weil das neues Millennium ist ja nicht 1991 auf 2000 gewesen, sondern 2000 gehört noch zum zweiten dazu. Und ich glaube, 2001 war noch. Ja, 1.1.2001 ist sozusagen erst das neue, nicht? Nein, 1.1.2000. Das Jahr hat ja auch mit 1 angefangen. Stimmt. Das erste. Eins nach Christus. Ja. Okay, nach. Ist ja wurscht. Dann machen wir einfach so die letzten von den letzten 10 Jahren, wo es ja gut trifft, weil hell ist es so die Jahre, wo wir eigentlich so wissen, weil vorher haben wir wenig Plan gehabt. Oder hell ist es eigentlich so ab Oberschulzeit so. Ja, machen wir mal die Klassiker. Lieblingsfilm von den letzten 10 Jahren. Boah. Lieblingsfilm von den letzten 10 Jahren. Schon, ich glaube, ein bisschen einfacher wie du. Du zuerst, ich denke ein bisschen. Denkst du derweil? Weil bei mir fällt ein bisschen ein Aspekt rein, wie ist er geschnitten und ja, so. Ja, ja, das ist meistens. Nicht da. Bei mir fällt eine, was habe ich tätowiert, und das heißt Herr der Ringe. Geil. Also mein Lieblingsfilm ist, oder ich glaube, der Lieblingsfilm, der Film, der mir am meisten gefallen hat in den letzten Jahren, ist sicher die Herr der Ringe-Trilogie. Ich glaube, von der selben Zeit war es halt einfach übelst, die Trilogie. Er hat so brutal wie in alle Making-of geschaut und voll rein gesuchtet, logisch auch. Und sie haben so viele Modelle gemacht. Und was mir gefallen hat, auch, wo man glaube ich einen Unterschied sieht, weiß nicht, hast du den neuen Hobbit auch gesehen? Ja, weil er ist halt CGI und bei den anderen ist viel mehr mit Maske. Und sie haben viel mehr mit Maske gewesen, vor allem weil sie CGI nur so teuer gewesen ist. Haben sehr viel mit Realmodellen gefilmt, weil es einfach die Stadt 1 zu 100 nachgebaut zum Beispiel und dann real so Schutz gemacht, so Overview-Schutz, muss eigentlich kleine Modelle gewesen sein. Aber halt, verstehst du irgendwie nicht von der Perspektive her und so detailgetreu. Und einfach von der Story her so klassischer Helden-Epos und super, so ein bisschen Begründung von der ganzen Sagenwelt. So. Oder halt, nein, wie sagt man, Fantasy-Genre. So. Gewaltig. Ja. Das ist so mein. Sicher ein Klassikerfilm, den ich schon oft und wieder umschauen kann. Klar, wieder. Ist ja voll geil. Ja. Die Battle-Szenen.
zählen Serien an. Ja, ja. Stranger Things. Stranger Things. Hell ist. Beste, was gibt. Voll neu. Ich kann nicht so lange zurückdenken. Ich weiß nicht, was vor 10 Jahren gewesen ist. Aber Stranger Things von mir ist echt ein Baller so schier. Ja. Weißt, es erinnert mich einfach voll an meine Kindheit, weil du hast ein die erste Staffel, oder? Alle drei. Sind aber abgeschlossene Staffeln. Nein, nein. Ist hängen die alle zusammen? Geht schon hintereinander, ja. Okay. Irgendwann. Ja, es ist schon am fertig, aber es passiert halt noch wieder etwas. Okay. Weißt du? Nein, 13 Things to Die. Nein, wie heißt es 13 Reasons to Die? Aber haben wir schon jede Staffel separat? Nein, ist schon hintereinander. Sind auch die gleichen Leute. Ja. Aber Stranger Things, ich finde es einfach so krass. Der Soundtrack ist gewaltig. Und so viele Referenzen zu den Filmen von der Kindheit, weißt du, die Ghostbusters. So 90er Jahre. Ja, die ganzen geilen so Sci-Fi-Dings, so Steven Spielberg-Shit, weißt du. Ja. Also Stranger Things feiere ich brutal. Und für die letzten 10 Jahre, boah. Wenn es mir zuerst Sinn fällt, dann wird es so sein. Weil sonst ist es schon etwas, oder? Ja, wir machen das halt spontan, wir müssen nicht aus. Nein, Mann, ich find viele Filme ziemlich geil. Aber ich glaube, vor allem Serien wird halt jetzt auch der nächste Shit sein. Also, wir haben es ein bisschen mitgekriegt, in den letzten. Weil, wenn wir Oberschule gegangen sind, oder so vorher, haben wir schon Live-Film geschaut. Scrubs Horror und Film. How I Met Your Mother gekauft und so Serien, Two and a Half Men. Aber halt sind so eher billig produziert, dass halt 15 Staffeln hast und Malcolm mittendrin und halt so Sachen. Ja. Hast aber, glaube ich, auch gelesen, früher halt das billigste Programm gewesen, muss halt der Fernsehsender halt kein laufen lassen. Ein Studio, meistens ist es bei Süderholm gewesen, das ist halt ein Haus gewesen, wo sie um können filmen. Ja, ein Studio-Setting. Ein Studio-Setting aufgebaut und dann haben sie 15 Staffeln durchgefilmt. Und jetzt so in den letzten 5, 6, 7 Jahren ist das mit den Serien, mit Game of Thrones und, und Breaking Bad und so brutal aufgekommen. Und vor allem auch Serien mit längerer Laufzeit, also die 50 Minuten Serien oder so, Ja, sowieso. Ich sage alle, weil The Witcher auf Netflix dauert jede Staffel, jede Folge eine Stunde. Er ist jetzt nur er hat halt mit dem Computerspiel etwas zu tun. Ja. Ach schon? Ja, ich muss das auch schauen. Gleiche Dude. Ich kenne das Computerspiel jetzt seit auswendig, aber halt so er ist und ist das kleine Mädel da, das Ding, das blonde kleine Mädel, oder? Netflix hat jetzt schon auch gescheit Gas gegeben. Viele Pausen. Weil brutal in ihr. Ja, ist aber auch gut. Und jetzt müssen sie sich wehren, weil Amazon macht ja die Herr der Ringe-Serie. Ja, genau. Ja, gesehen. Dann machen wir noch. Jetzt darfst du mal etwas fragen, was von den letzten Jahrzehnten, was jetzt haben wir Filme gehabt oder Filmserien. Boah. Lieblings. Essen. Lieblingsessen von den letzten 10 Jahren. Weil die letzten 10 Jahre? Okay. Ja, weil als Kind hat man viele Sachen mitgemacht. Ich weiß, was ich habe. Skirtsteak. Skirtsteak? Boah, das ist so geil. Deutsch? Weiß ich gar nicht. Zwerchfell eigentlich, gell? Nein, hell ist Hängersteak. Aber hell ist, hell ist Klos Platz 2. Ja. Aber Skirtsteak ist aus Nummer. Skittele. Ja, ganz dünn. Weißt? Genau, ja. Und das ist so lang meistens. Und dann klatscht es auch jetzt zweimal umdrehen. Und auch. Der beefigste Geschmack ever. Ja. Voll krass. Ist eigentlich krass. Muss jetzt auch, oder ist brutal, wie in den letzten paar Jahren die ganzen Cheap Cuts oder die ganzen billigen Cuts vom Metzger alle Delikatessen. Ja. Zum. Hat früher weggeworfen, jetzt wieder volle Ding. Nach Skirt, die Filet kann man schon. Und das Hängersteak, gell? Von mir aus ist es krasser wie Filet. Ja, und Sel hat früher. Es schaut einfach schief aus und deswegen der Metzger hat es am kalten für sich. Weil die Leute haben es eh nicht so gekauft, weil es ein bisschen schiecher ausgeschaut hat, so auf der Franz und Ding, aber so geil von Geschmack. Es kommt jetzt alles wieder so aus, wie es früher. Zeitlang ist wieder gewesen, jeder Leim Filet gekauft und Leimesell und den Rest kannst du fast kein verschieren. Und jetzt sind die Leute wieder so, ich mag genau das Spezialding oder das. Oder so Sachen wie Wangeln, Rindswangen oder Ochsenschleib. Ich bin jetzt in Salzburg, vor einem halben Jahr in Salzburg auf dem Markt gewesen, haben wir gewollt ein Konsumé machen aus Ochsenschleib. Oder mit Ochsenschleib halt. Ochsenschleib ist ja leider schwanzhaft geschnitten. Ja. Er hat früher geschenkt gekriegt, weil er muss ja leider Suppe machen. Ja, ja. Haben wir gezahlt für 30 Stückchen, man Salzburg ist schon geschissen teuer, aber für 30 Stückchen Knochen eigentlich von Ochsenschleib 4,50 €. Also 1,50 € für ein Stück Knochen, gell? Einmal ist schon angemalt, was geht ich jetzt auch. Yeah. Und das ist auch so, die ganzen Sachen, die früher niemand hat, weil das Essen ist jetzt wieder neu.
Ich muss sagen, für mich, mein Lieblingsessen von der letzten Dekade, was vor allem, was ich als Kind nie mehr kann, ist wahrscheinlich. Weil es jetzt schwer. Lieblingsessen, was ist am liebsten? Was voll cool ist, ist einfach Butter. Butter? Butter in der Butterfair, ja. Ist glaube ich, das beste Lebensmittel, weil er da eine Zeit lang kann, mhm. Welt essen. Sonst, wo ich mit allem frei, sind richtig gute Schlutzkrapfen, weil frei mit allem, wenn ich da bin. Ist geil, ja. Obwohl ich eigentlich sonst nicht viel Nudeln esse. Und bei mir hat sich eigentlich die letzten, vor allem in den letzten zwei Jahren jetzt gewandelt, dass ich mehr Essen. Ich schaue halt, dass ich alles vorbereiten kann, dass ich nicht mehr spontan ungesunde Sachen essen muss. Und dann ist es mehr so, okay, was kann ich machen, was geht schnell. Ist so mehr ein praktischer Aspekt gewesen. Ich nehme frische Zutaten oder halbwegs unverarbeitete Zutaten, aber ich muss einfach etwas haben, was schnell ist. Und zudem habe ich halt viel als Proteinquelle oder so, habe ich halt viel drin verschiert oder so. Mhm. Oder auch mal Thunfisch oder Lachs. Mhm. Und zudem halt einfach mit verschiedenen Gemüse und so. Einfach so intopfmäßig und go. Und ja, dann geht halt schnell, zack. Ja. So hat ein bisschen die. Vor allem, wenn du live mit dir allein kochst, magst du wahnsinnig ein Theater draus machen. Mhm. Gut, dann frage ich jetzt noch mal das Nächste. Oder reden wir mal drüber, wie sich in den letzten 10 Jahren von uns die Musik geändert hat. Weil ich glaube, jetzt hat sich bei uns Fahrer geändert. Ja, das bin ich. Weil sagen wir mal, was ist der Zustand gewesen? Aus der Oberschule aus. Deathcore. Brutalster Metal. So brutal, wie es gegangen ist. Behemoth und Black du Metal. Du überhaupt so Black Metal, yeah. Und ich so Deathcore, gell? Yeah. So ich Breakdowns und Ding und du so Black Metal. Das ist so Suicide Silence. Ja. Yeah. So mit den ersten Alben ausgekommen. Carnifex. Ja. Der ganze brutale Ding, ja, ja. Und dann ist so, ich los, und jetzt machen wir heutiger Zustand. Ich lasse neben den Arm und dann so Lo-Fi-Hip-Hop. Das ist so eigentlich so. Yeah, yeah. Same Dom, zumal hat er gesagt, yeah. Das ist der schwulste Scheiß, yeah, yeah. Auch wenn es Blödsinn ist. Yeah. Ja, bei mir auch. Post Malone, yeah. Hauptsächlich. Yeah. Und Synthwave, kennst du Nein. 80s Retro Techno Sound. So 8-Bit. So richtig. Nein, so. Weißt du, so Synthesizer-mäßig gesagt, musst du danach loslassen. Weißt du, so, wie sie früher bei den brutalen 80s Autofilmen und so gehabt haben. Weißt du, so richtig geiler Ding. Heil ist das, was ich am so nebenbei arbeiten los, wenn ich nicht Podcasts los. Jetzt beim Trainieren oder so, genau, Podcasts ist das Wichtigste zu losen. Also neben Arbeiten ist es eigentlich ganz cool, weil es wenig ablenkt. Was ist eigentlich die Musik, was in allem noch los, was du früher auch noch gelöst hast? Was ist so geblieben? Bei mir sind es halt die Kindheitssachen, so die AC/DC und Pink Floyd, so Sachen. Ja, ja. Rammstein, System of a Down. So. Ein bisschen beim Auto von 3 Days Grace, ein bisschen auch, das Zeug. Was man halt voll feiert. Du, ich feiere viele Sachen, nur ich habe jetzt mal wieder einen halben Tag lang Carnifex gelöst. Weil, boah, irgendwie, mir taugt es schon auf voller Leih. Du tust nicht mehr allein Musik losen. Weil ich, wenn ich Musik losen tue, während der Arbeit oder während der E-Mail schreiben oder Ding und dann kann ich. Verstehst du? Aber sonst so, ja, ich glaube, was geblieben ist, System of a Down, Korn, Slipknot. Ja, vor allem beim Auto fahren oder so. Ja, ja. Und wenn ich so unterwegs bin oder Radl fahren, dann tue ich auch. Aber die Grilliatas. Ja. Haben wir schon ein paar Mal eskaliert mit dem Sound. Ja, ein bisschen Deutschland. Das neue Rammstein-Album Feier wild. Das Video ist, glaube ich, geht in der Geschichte ein. Das Deutschland-Video, haben wir schon ein paar Referenzen. Das Lied auch. Aber das Video, boah. Ja, das Video wird, glaube ich, so ich für ein paar Doktorarbeiten, so Kunstanalyse. Ja, da kriege ich die ganze Gruppe, wenn ich leider daran denke. Also das ist höllisch für mich. Wie lange haben Sie da gefilmt für dem Video? Voll lang. Ich will es mir nicht vorstellen, das sind so viele Like gewesen und so viele Dinge. Ich glaube, mitkriege, dass mittlerweile die Musikvideos mehr wichtiger sind als das Lied. Oder halt so mit dem Samen generierst du halt voll viel Aufrufe. Ja, es gibt jetzt auch ganz viele, die was für jeden Lied weißt, ein Musikvideo machen. Yeah. Ich glaube, in Zukunft wird es auch Alben nicht mehr geben. Mehr sondern so Song, jeden Song jeweils releasen. Ja. Yeah.
Ich glaube, er könnte der Trend werden. Weil wegen Spotify und das ganze Zeug, das so ganze CD. Ich glaube, irgendwann werden sie wieder mehr Vinyls kaufen, weil es einfach geil ist. Ja. Anstatt CDs, weil wer hat denn nur eine CD? Oder? Ich glaube auch, dass mittlerweile von einem Haufen Bands mehr Vinyls verkauft werden als CDs. Ja, halt kann CDs. Ich mir gut vorstellen. Weil Schallplatten halt wieder so etwas Rituelles sind. Ja, logisch, so, okay, in meine Sammlung ja, hast du vor allem eine Fläche, wo richtig cooles Artwork machen kannst, wo richtig groß etwas malen kannst. Mhm. Und du kannst, und das ist halt noch wirklich wieder so praktisch eben. Heute kannst du ja zu jeder Zeit jede Musik hören, was du willst. Ja, aber so mit den Schallplatten ist es dann wieder so, jetzt nehme ich die Platte aus, huck da in so ein Seist, um wieder mit mir zu hucken. Da haben wir so einen Saftlauf und dann hucke ich und dann höre ich leider das. Und nichts mit Vorspulen, Zurückspulen hin und her, sondern das rennt jetzt. So. Geil. Das möchte ich schnell, möchte ich auch mal haben. Mhm. Weißt du, wie cool, so ein Reimel mit zwei Seiten Seist drin. Ja. So hinten so ein bisschen ein Barrele oder halt so Papierkreuz zu lesen. Ich muss den Whisky auch ein bisschen oder portieren und den Wein. Wenn du mit einem Kollegen triffst, dass du zusammenhucken kannst wie da. Podcast auf. Du hast einen Podcast-Vinyl. Genau, wir machen einen Podcast auf Vinyl. Ja. Ah ja, geht's ja. Kann man Sachen Folge aufnehmen auf die direkt schon? Ja, kannst du auch preisen lassen. Wenn die Folge mehr wie 1000 Aufrufe kriegt, dann lassen wir es im Vinyl machen. Dann machen wir einen Artikel. Ja, das kriegst du machen, weil Cover, wenn wir so rein schauen. Genau. Geil. Ja, dann machen wir als Abschluss. Ja. Von 2019, Lieblings von 2019, darfst du da noch etwas aussuchen. Ah nein, von der letzten Dekade, haben wir gesagt. Von der letzten Lieblings Dekade. Was? Ja, jetzt haben wir gehabt. Jetzt haben wir darüber geredet, Filme oder Serien. Essen. Haben wir gesagt, Essen. Und dann haben wir gesagt, wie sich der Musikgeschmack halt ein bisschen geändert hat. Jetzt. Also, Nach Lieblingsort, wo du gewesen bist in den letzten zehn Jahren. Lieblingsort. Das ist jetzt wieder schwer zu sagen. Also, wo ich mich am meisten wohlgefühlt habe. Was ich sagen muss, was ganz, ganz super gewesen ist, ist vor. Das ist etwa mein Lieblingswochenende gewesen. Ich war vor zwei Jahren auf der Hütte oben, auf Stilz, eine Silvesterfeier, wo ich nachher nur in Antob mit einem Kollegen, er hat sich voll geschnitten, er hat sich hintereinander fast einen Meter geschnitten. Wir und Reili haben voll eine riesige Eingruppe. Ja. Wir sind eigentlich fast zu de facto fast eingesperrt gewesen in der Hütte für zwei Tage. Voll abgeschnitten von der Außenwelt. Genau. Da warst du mit dem Auto ja nicht mehr auch in den Auto. Ja, ist noch schon irgendwann schon mal über Schnee zu Raum gekommen, aber wir haben uns vorgestellt, dass wir nie mehr reinkommen, solange das Bier noch voll ist. Und dann Silvester auch jeder frei gehabt, voll cool gewesen. Alle in der kleinen Stube zusammen geguckt, alle morgendlich geschirrt, das macht viel von der Stimmung aus. Holzfrühe Schirren. Und dann sind wir noch zur Nacht, sind eigentlich alle liegen gegangen. Und dann sind wir noch zur Nacht um 3 oder um 4 Uhr, all das Unglück, was wir gehabt haben, so wasserdichte Hosen, so Regenhosen, die Stiefel, die geschnürten, wie sagt man die? Die grob genannten. Die grob genannten Stiefel angelegt. Und dann auch gegangen da Richtung Stilzerau. Ja. Im Weg. Und dann bist du nicht mehr präpariert gewesen. Jeden Schritt fast bis bei den Knie hingesunken. Mhm. Und du hast alles gehört. Wir haben so viele Viecher gehört. Mhm. Die halben Viecher haben gecheckt, was sie sein. Ja. Und wir hatten beide so ein bisschen einen Plan ungefähr. Vielleicht. Und eins hat irgendwie geklungen wie ein Hund, aber er kann kein Hund gewesen sein. Um 4 Uhr in der Nacht. Vielleicht ist der Wolf um der Zeit rum gewesen. Keine Ahnung. Aber halt auch gegangen, nur so ein bisschen größeres Bierchen gehabt wie das. 0,5erle. Zutaten gehabt, mitgenommen und oben nach in den Hang rein so gelegen mit der Jagd. Auch ich schaue in den Stern, so ganz leicht hat es euch gefäselt, so leichter Schnee gekommen. Mhm. Und dann eigentlich keiner von uns hat etwas gesagt, gemütliches Bier getrunken. Und dann gesagt, jetzt gehen wir wieder rein. Dann wieder reingegangen. Bis unten halt logisch gefroren und alles fetzen aus gewesen. Wieder in die Stube bin ich wieder geschirrt. War super geil. Er hat mir super gefallen. Ah, das hast du jetzt schön erzählt. Okay. Das hat mir jetzt gut gefallen, wenn du das erzählt hast. Und von dir? Das war wunderschön. Ja, jedenfalls, das war auch geil. Ja. Bei mir ist es ein bisschen weiter weg von da. Zwar war ich heuer in Sommer Sansibar. Mhm. Und mir hat das halt gepasst, weil ich so kalt und so mag ich nicht so gerne. Yeah. Und dann, die selbe Geschichte fängt auch mit einem Bierlohn. Wie alle guten Geschichten, die es gibt auf der Welt. Haben wir ein Bierl getrunken, ich und meine Freundin. Ja. Yeah.
Und dann sind wir zur Nacht rausgegangen und Sam ist Ebe. Mhm. Ebe, ja, wenn kein Wasser ist. Yeah. Und dann kannst du irgendwie 2 Kilometer reingehen und das ist kein Wasser, weißt du, in mir rein. Yeah. Und dann sind die ganzen Krebs und alles rum und Ding. Und die Schiffe von uns sind drin. Und dann sind wir hergeguckt und haben ein Bier getrunken. Und dann hast du die Sterne hast du voll gesehen. Also so die Sterne habe ich noch nie gesehen. Haben wir nie ein paar geile Sternfotos gemacht. Einfach geil. Voll romantisch. Und Zanzibar ist an der Ostküste von Afrika, oder? Ja. Recht. Ja, cool. Aber voll krass, die, wie weit das Wasser da zurückgeht. Allgemein ist haben wir so jetzt voll flach, oder? Ist mir hat es einem brutal gut gefallen. Alter. Ja. Wäre ich übernommen. Ist es der Staat auf der Insel, oder? Ist nein, ist Tansania. Gehört zu Tansania. Okay. Und die Zanzibar heißt die Insel. Ja, ist die Insel. Voll geil. Magst du da nochmal hin? Ja. Schön. Kann man mal mit. Okay. Kann man mal vor. Nein, weil. Ja. Ehrlich gesagt, das Bier ist nicht letztes. Die haben so ein Kilimanjaro und Safari. Bier. Safari-Bier. Voll, aber gute. Ja. Jetzt echt nicht schlechte Bier, ich weiß nicht. Ja, dann lassen wir es auf den Gedanken, auf dem Bier, ausklingen. Sagen wir mal, danke zum Zuhören. Ja. Wir werden uns auf der nächsten Folge einen Titel und ein bisschen etwas überlegen, wo das Konzept hingeht. Freuen uns, dass ihr auf der ersten Folge zugelassen habt. Ungefähr in dem Stil wird es weitergehen oder nicht, halt wissen wir selber noch nicht. Wir lassen uns ein bisschen überraschen, wo das hingeht. Und wünschen eigentlich frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, falls wir es nicht mehr hören. Ja. Oder sagen wir danke und zum Wohl. Ja, danke, sag ich. Zum Wohl. Zum Wohl.